König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute zusammengefunden, nachdem wir endlich die Kurzgeschichte totgeschlagen haben und wollen endlich mal wieder über einen Roman reden. Und deswegen werden wir heute über den Roman Schlaflos oder Insomnia sprechen. Und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Flo eingeladen. Hallo Flo. Guten Abend. Sondern auch den grandiosen Jonas. Hallo Jonas. Guten Morgen, Dena. Und auch unseren liebsten Stammgast von allen Stammgästen, den Adrian. Es ist schön, dass du da bist. Hallihallo. Ja, wir wollen heute, wie gesagt, über Schlaflos sprechen. Und da bleibt mir eigentlich erstmal Adrian. Wir haben dich ja mehr oder weniger mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen. Wie sehr hast du uns jetzt? Darf man in diesem Format ins Mikrofon schreien? Ja. Ah! Okay. Was für ein interessantes Buch. Ja, ihr werdet also merken, es wird eine interessante Folge. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in die Sache rein. Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns. Ja, im Jahr 1990 konnte Stephen King nicht schlafen. Was macht man dann? Man schreibt Bücher. Was dabei rausgekommen ist, hat King überhaupt nicht gefallen und er hat es wieder weggelegt. Aber dann kam das Jahr 1994 und er hat sich dem Buch wieder angenommen. King ist mit diesem Roman nie so wirklich zufrieden gewesen. Ich zitiere hier mal etwas, das er gesagt hat während seiner Werbekampagne zu Die Arena, zu Schlaflos dann. Wenn man einen Roman vorher durchplant, besonders wenn man versucht, ihn auf ein bestimmtes Ende auszurichten, weiß man, wie dieses Buch aufhören soll. Und wenn man dann spürt, dass das Buch eine andere Richtung einschlagen will, steuert man auf eigene Gefahr auf diesen vorprogrammierten Kurs zurück. Das Buch sollte der Boss sein. Ich erinnere mich daran, dass ich dachte, du verdrehst das für deine eigenen Zwecke. Es war ein Buch, das einen Bösewicht hatte, der so richtig durchdrehen sollte. Aber ich ließ ihn nicht. Ich zwang ihn zu tun, was ich wollte. Und am Ende war es sogar für mich schwer, was da geschrieben... Und am Ende war es sogar für mich schwer, was ich da geschrieben hatte, zu glauben. Und wenn ich das selbst nicht alles glauben kann, wie kann ich das dann von den Lesern erwarten? Ja, ich bin mal gespannt, was wir heute zu diesem Buch sagen. Ich könnte noch sagen, es ist Schlaflos, Insomnia, aus dem Jahr 94, Deutschland bei Heine erschienen im selben Jahr. Aber ich glaube, hier haben wir echt viel dran zu knabbern. Und das wird jetzt schon gleich losgehen, wenn Jonas uns erklärt, worum es hier geht. Ja, zu knabbern hatte ich bei dieser Inhaltsangabe auch, weil die ist... Ja, es ist sehr schwer zusammenzufassen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Der Witwer Ralph Roberts leidet an Schlaflosigkeit. Jeden Morgen wacht er ein paar Minuten früher auf als am Tag zuvor. Und auch keines der etlichen Hausmittel, die ihm empfohlen wurden, konnte ihm helfen. Als er eines Tages einkaufen ist, kommt seine Bekannte Helen Deepnow, offensichtlich verprügelt, mit ihrer Tochter auf dem Arm die Straße entlang. Ralph alarmiert die Polizei und sucht Helens Mann Ed auf, den er schon einmal davon abhalten musste, sich zu prügeln. Laut Helen hatte sie verprügelt, weil sie eine Petition unterschrieben hat, die die Frauenrechtlerin Susan Day für einen Vortrag nach Derry holen soll. Ed wirkt auf Ralph ziemlich durchgeknallt. Er redet von einem scharlachroten König und seinen Zenturionen, die alle Babys töten wollen. Als die Polizei eintrifft, fängt sich Ed wieder etwas und lässt seinen Charme spielen. Er wird jedoch trotzdem erstmal verhaftet und Helen begibt sich, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, in ein Frauenhaus. Nach und nach beginnt Ralph, irgendwelche Auren zu sehen, die Lebewesen umgeben. Und auch ja eine Art Ballonschnur, die von jeder Aura aufsteigt. Als er einen Anruf von Ed bekommt, der aus der U-Haft entlassen wurde, klingt dieser immer noch verrückt. Er warnt Ralph vor einem kleinen, kahlköpfigen Arzt und sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Außerdem fragt er, ob Ralph schon die Farben sehen kann, wobei es sich vermutlich um diese Auren handeln soll.
Ralf lernt immer besser aus den Auren auf die Eigenschaften, Gefühle und auch die Vergangenheit der Menschen zu schließen. Währenddessen schaukelt sich die Auseinandersetzung der FrauenrechtlerInnen von WomanCare und der AbtreibungsgegnerInnen Friends of Life weiter hoch. So kommt es zum Beispiel dazu, dass mit Kunstblut gefüllte Babypuppen gegen die Frauenklinik geworfen werden. Helen und eine Mitarbeiterin von WomanCare besuchen Ralf und geben ihm zu verstehen, dass die Friends of Life ihn als einen Zenturion sehen und geben ihm eine Dose Reizspray, um sich notfalls zu verteidigen. Das wird dann auch nötig, als er ein paar Tage später von Charlie Pickering in der Bibliothek von Derry mit einem Messer angegriffen wird. An dessen Aura erkennt Ralf, dass er verrückt sein muss, und später bestätigt ihm die Polizei auch, dass Charlie bereits einige Zeit in Juniper Hill verbracht hat, weil er versuchte, WomanCare niederzubrennen. Das Seltsamste an der Sache ist jedoch, dass Ralf das Reizgas nicht in seine Jacke gesteckt hat, wo er es dann gefunden hatte, als es nötig war. Er vermutet, dass sein Freund The Rounds dafür verantwortlich ist, weiß jedoch nicht, wieso er das hätte tun sollen. Eines Nachts sieht er, wie vor der Haustür einer seiner Nachbarinnen zwei kleine, kahlköpfige Gestalten in Arztkitteln stehen. Einer von ihnen hat eine Schere in der Hand. Er ruft anonym die Polizei, diese stellt keinen Einbruch fest, jedoch den Tod der Nachbarin. Allem Anschein nach ein natürlicher Tod. Irgendwann später sieht Ralf einen dritten Arzt kommen, der jedoch vollkommen wahnsinnig wirkt und statt einer Schere ein rostiges Skalpell in der Hand hat. Kurz danach trifft er Lois, eine ebenfalls verwitwete Bekannte. Sie leidet ebenso an Ralf an Schlaflosigkeit und kann auch die Auren sehen. Gemeinsam begeben sie sich ins Krankenhaus, um nach den Doktoren zu suchen, die sie dort vermuten, weil in dem Krankenhaus liegen einige todkranke Bekannte von ihnen. Sie haben dann auch Erfolg und treffen die Ärzte, jedoch auf einer anderen Ebene als der menschlichen, sag ich mal. Dort vergeht die Zeit schneller und normale Menschen können sich da nicht sehen. Die Ärzte nennen sich Clotho und Lachesis und den verrückten Arzt Atropos. Das ist irgendwie eine Anlehnung aus der griechischen Mythologie. Sie sind für das Durchtrennen der Lebensschnur, das, was Ralf Balogh nennt, verantwortlich. Und die beiden, also Clotho und Lachesis, tun das am Ende der geplanten Lebenszeit. Clotho macht das aber willkürlich. Sie geben Lois und Ralf den Auftrag, Ed Deepnow daran zu hindern, einen Anschlag auf den Vortrag von Susan Day zu... Sie geben Lois und Ralf den Auftrag, Ed Deepnow daran zu hindern, einen Anschlag auf den Vortrag von Susan Day zu veranschlagen. Dadurch soll ein bestimmter Junge gerettet werden, der in Zukunft eine Schlüsselrolle zur Rettung des Dunklen Turms spielen muss. Widerwillig gehen sie darauf ein, weil sie sich irgendwie manipuliert vorkommen. Bei einem Versuch, Ed zu finden, befreien sie das Frauenhaus, in dem Helen lebt, von Charlie Pickering und seinen Anhängern, die es angegriffen und teilweise in Brand gesteckt haben. Danach stöbern sie Atropos aus und zwingen ihn dazu, sich bis zum Ende dieser Geschichte aus allem rauszuhalten. Schließlich begibt sich Ralf auf einer höheren Ebene in das Flugzeug von Ed Deepnow, dass dieser mit Sprengstoff beladen in die Versammlung fliegen will. In diesem Flugzeug hat Ralf ein kleines Intermezzo mit dem scharlachroten König. Als das dann vorbei ist, befindet sich das Flugzeug bereits im Sturzflug. Ralf gelingt es noch, die Kabel aus dem Sprengstoff zu ziehen und das Flugzeug in Richtung Parkplatz abzulenken und verschwindet dann als Energiebündel, sag ich mal. Als das Flugzeug aufprallt, explodiert der Sprengstoff trotzdem, tötet sofort 7 Polizisten und Susan Day, die von einer Glasscherbe geköpft wird. In der auftretenden Panik sterben dann 71 Menschen, der Junge überlebt jedoch. Lois und Ralf werden ein Paar, ziehen zusammen und vergessen nach und nach die ganzen Erlebnisse. Nach einigen Jahren wird Ralf klar, dass er ein Versprechen einzulösen hat.
und ihm gelingt es, Natalie Deepnote, also die Tochter von Helen, vor einem Autounfall zu retten, den Atropos eingefädelt hat. Dafür wird er allerdings angefahren und stirbt. Und das war's. Wunderbar, danke für die Zusammenfassung. Man sieht ein sehr geradliniges Buch. Ja. Ich würde sagen, dadurch, dass alles hier ein bisschen so viele Ebenen hat in mehreren Hinsichten, ich würde gar nicht so einzeln dediziert auf die Charaktere und dann auf die Handlung eingehen. Ich würde denken, das machen wir alles zusammen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, können wir machen. Gerne. Ich wollte aber euch erstmal fragen, was haltet ihr denn von so einem dunklen Turmbuch ohne Roland? Ich persönlich finde es gut. Es ist halt nur das Problem. Erstens, wenn man es nicht weiß, dann verliert das Buch sehr viel. Und zweitens, was mich daran immer ein bisschen irritiert, wie gesagt, das ist ja von 91 bzw. 94. Mich irritiert immer, wie viel wusste er schon, wo er beim Turm hin will. Ja, wenn man das so liest, bin ich mir gar nicht sicher, ob er überhaupt schon wusste, wo er hin will. Aber mir geht's auch so. Also, wenn man nicht weiß, was einen in diesem Buch erwartet, und gerade wenn man so den Klappentext liest, ach ja, Derry, Maine, hier gab's mal S und jetzt kommt ein anderes Grauen. Okay, das ist eine Fortsetzung von S, ja, schön. Und dann kriegt man sowas vorgelegt. Ich denke, es ist ein Buch jetzt schon mal vorweggenommen, egal ob es gut oder schlecht ist, dass man mehr als einmal lesen sollte. Vermutlich, weil wäre es nicht explizit erwähnt worden, hätte ich keinen Zusammenhang zwischen dem Schwarzen Turm und dem Roten König und so weiter finden können. Weil das spielt ja direkt keine Handlung. Vielleicht hat das, was hier passiert, Handlung auf dann die Turmreihe, aber ja, außer dass das erwähnt wird, sehe ich jetzt hier noch keinen Zusammenhang. Hm, okay. Du hast das jetzt auch zum ersten Mal gelesen, Jonas, ne? Ja, genau. Okay. Dann würde ich sagen, lieber Gast, lieber Hendrian, sag uns doch erstmal, wie gesagt, du hast ja nun mit uns jetzt schon vieles durchgestanden. du hast vom Turm ja relativ wenig Ahnung, ne? Genau. Wie ging's dir denn? Hast du das Gefühl gehabt, dir fehlt hier ein Puzzlestück oder war das für dich irrelevant? Ich habe das Buch erstmal beim als ich angefangen habe zu lesen, überhaupt nicht in irgendeinen Turmkontext gesetzt, weil es mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Als ich jetzt das erste Mal durch war mit dem Buch, habe ich diese Verknüpfung bzw. Anlehnung an diese ganzen Turmsachen schon irgendwie gemerkt und will das Buch auch nochmal lesen unter genau diesem Dings. Aspekt. Danke. und ich habe vergessen, was deine Frage war. Ich auch. Sehr gut. Nein, also grundsätzlich, ob du das Gefühl hattest, dass dir ein Puzzleteil fehlt, weil du eben vom Turm keine Ahnung hast. Ach so, nee, von der Turmseite her nicht. Ich habe immer ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass ich S und Derry zu wenig kenne, um da vielleicht Puzzlestücke zusammensetzen zu können. Okay. Also dazu muss man aber auch sagen, dass der Auftritt des Scharlachrotkönigs hier der erste ist. Also bis jetzt ist er auch im Turm noch nicht aufgetaucht. Er wird zwar da zu einer sehr, sehr wichtigen Figur und auch in anderen Büchern wie, ich höre dir da schon seufzend, das Schwarze Haus. Aber bis jetzt hatten wir noch gar nichts von ihm gehört. Wir hatten zwar schon Scharlachrot immer wieder als Farbe, das haben wir öfter schon erwähnt, aber das ist der erste Auftritt dieses mächtigen Oberbösewichts. Da merkt man, wie sehr ihr spoilert, weil durch diese ganzen Verknüpfungen, die es überall anders gibt, war es überhaupt keine Frage für mich, dass es einen Scharlachroten König gibt. Ich dachte, ich hätte den irgendwo schon mal gelesen oder über ihn. Ja, es gibt ja sogar Lieder über ihn, die, glaube ich, sogar älter sind als die King-Geschichte. Also er ist schon irgendwie mythologisch was. Es gibt ja in Curd of the Crimson King ein recht bekanntes Lied. Er ist irgendwie eine Figur, die man kennt, auch wenn man sie nicht kennt. Genau. Ja, die Spoilerei, das ist auch ein gutes Thema, denn das wird uns wahrscheinlich in dieser Podcast-Folge vor allem sehr viel passieren, weil es, glaube ich, zu einem großen Teil relativ unmöglich ist, darüber zu reden, ohne allzu sehr vorne wegzugehen.
aber wir versuchen es so klein wie möglich zu halten. Kurze Frage, wie seht ihr das? Für mich persönlich waren das eigentlich 3 Bücher. Das hätten 3 Bücher werden müssen und es ist 1 und dadurch leidet es für mich. Seht ihr das auch so oder ist das nur meine persönliche Abneigung? Also ich wäre auf 2 Bücher gekommen und frag mich, wo du das 3. siehst? Naja, das 1. ist dieser ganze Schlaflosigkeitsquatsch. Genau. Wo du sicherlich auch schöne Sachen hättest draus machen können. Ob du jetzt anfängst, Monster zu sehen oder was auch immer. Genau. Das 2. ist eben wirklich den ganzen Teil mit dem Turm. Jawohl. Als separates Buch. Und das 3., und da hätte man tatsächlich eben eher eine Bachmann-Geschichte meiner Meinung nach draus machen können, ist eben dieser ganze Abtreibungsthematik-Quatsch mit amoklaufenden Leuten. Ich sehe, was du meinst, aber ich sehe auch, dass alle diese Geschichten doch Gemeinsamkeiten haben. Natürlich, natürlich, aber mir ist es zu überladen dadurch, dass es eben drei Bücher sind. Das schon, aber wenn man genau betrachtet, ist das ja ein Buch, das in jeder Storyline, sage ich mal, sich mit dem Thema freien Willens beschäftigt. Oh, das finde ich schwierig. Entweder mal, wie du willst. Ich glaube, da kommen wir dann, das können wir dann so, wenn wir drüber reden, auseinanderbauen. Okay. Aber ja. Würde ich sagen, gehen wir mal auf die erste Linie. Die erste Linie ist diese ganze Abtreibungsthematik und so weiter und so fort. Gut, hier hat man mit freiem Willen, glaube ich, am wenigsten Probleme, das einzubauen. Und ja, ich gebe dir recht, von der ganzen Thematik her hätte das gut zu Bachmann gepasst. Andererseits haben wir jetzt schon seit ein paar Büchern King so auf einer recht feministischen Agenda laufen. Das ist die nächste Frage. Ist das eine feministische Agenda? Aber erstmal muss ich sagen, ich finde diese ganze Thematik, auch wenn sie wichtig ist, aber ich finde sie furchtbar platziert und furchtbar umgesetzt. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, das finde ich auch. Also auf deinen ersten Punkt, ja, es ist eine feministische Agenda. Aber zweitens, ja, es ist nicht gut umgesetzt. Es ist sehr klischeebeladen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also man hat es auf jeden Fall schon besser gesehen. Es wird, glaube ich, nicht mit dem nötigen Ernst behandelt oder mit der nötigen Tiefe. Vielleicht eher mit der nötigen Tiefe. Mhm. Als dass es wirklich passend wäre. Da komme ich vielleicht gleich zu einem meiner Lieblingscharaktere in dem Buch. Und das ist der Leidecker. Der Hauptverantwortliche dieser ganzen polizeilichen Unternehmung und so weiter. Denn ich glaube, der fasst für mich eigentlich das ganze Problem prima zusammen. Wo er sagt, ja, das ist ein wichtiges Thema und alles schön und gut. Aber im Prinzip suchen die auch nur Stunk. Für nichts. Weil eigentlich, es geht da halt irgendwie, diese ganze Veranstaltung ist nur überhaupt stattgefunden, weil eben da irgendeine Immobilienstreitigkeit war, die aber sowieso völlig chancenlos war und wo es halt nur um Symbolpolitik ging. Und es gibt da so eine schöne Stelle, wo er sich eben über genau das auslässt, dass die auf allen Seiten komplett den Kopf nicht aus dem eigenen Arsch kriegen. Und das fand ich eigentlich als einziges richtig schön. Das war der richtige Ansatz für dieses Thema, meiner Meinung nach. Ja, Teil. Aber ich glaube, er ist auch einfach genervt darüber, dass ihm Arbeit gemacht wird. Natürlich, bin ich ganz bei dir. Und er sagt halt, ja, wenn sich alle an die Regeln halten würden und so, dann muss ich als Polizist halt gar nichts tun und kann im Arsch daheim bleiben oder sowas. Ist auch zum Teil verständlich, dass Aktionen anderer Leute ihm Scherereien machen. Aber ja, vielleicht hat er da auch einen zu selbstzentrierten Blick. Das sicherlich. Aber was ich halt wirklich schön fand, dass in dem Moment wirklich mal tatsächlich die um die Ohren gehauen wird, dass diese Diskussion von beiden Seiten so unglaublich dogmatisch aufgeladen ist. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ich glaube,
diese ganze Thematik würde auch heute noch genauso sein. Ja. Hundertprozentig, auf jeden Fall. Und mit denselben Argumenten. Und mit denselben Charakteren. Ich habe da, wie King diese Thematik behandelt, da nehme ich gleich eins meiner Zitate vorweg. Mord ist Mord, ob das Baby drinnen oder draußen ist, so sehe ich das. Selbst wenn sie so klein sind, dass man ein Mikroskop braucht, um sie zu sehen, ist es Mord. Weil sie Kinder wären, wenn man sie in Ruhe ließe. Also ich denke, das macht dich jedes Mal, wenn du dir einen runterholst zu Adolf Eichmann, sagte Faye und zog mit der Dame. Schach. Und genau das ist aber auch wieder der Punkt, wie diese Unterhaltung dann weitergeht. Wie dann eben rauskommt, dass seine Frau, ich weiß nicht, bei der Geburt gestorben ist oder sie eben aus irgendeinem Grund keine Kinder haben konnten oder irgendwas. Dass da halt unglaublich viele emotionale Themen rundherum in der Peripherie noch mit dazu hängen, die ja eigentlich mit dem Grundthema gar nichts zu tun haben, aber die das Grundthema so überschatten, dass halt eine unemotionale Debatte bei dem Thema nicht möglich ist. Genau. Gut. Ich muss aber dazu sagen, so sehr mich diese Thematik hier ein bisschen genervt hat, auf symbolischer Ebene ist es halt wieder logisch, dass man hier über das Leben und die Wiederholung von Leben und die Chance auf Leben, dass man das reinbringen musste. Das verstehe ich schon wieder, aber es nervt mich halt einfach trotzdem. Und das Zweite, und da würde ich euch auch fragen, wir haben hier eine Menge weiblicher Charaktere. Und keine davon hat meiner Meinung nach einen tieferen Sinn. Nein, keine hinterlässt wirklich Eindruck, das stimmt. Also, vor allem nicht nur keinen Eindruck, aber sie haben keinen Sinn. Ich meine, die Susan Day ist nur da, um einen Antrieb zu geben. Um irgendwie diesen Amoklauf überhaupt erstmal in Gang zu bringen. Aber weder in ihrer tatsächlichen Funktion als diese Frauenrechtlerin macht sie irgendeinen Unterschied. Zumindest keinen Spielraum. Dann haben wir die Mutter von Patrick. Heißt der Patrick? Ich glaube ja, der Junge meinst du. Genau, der Junge. Hm? Der ist nur dazu da, um... Also sie ist nur dazu da, um auf den Jungen irgendwie eine Schutzfunktion zu haben. Da haben wir wieder eine Reduzierung auf das Prinzip, die Frau ist nur dafür da, um auf den Mann aufzupassen. Und als Drittes haben wir Helen. Okay, Helen sehe ich ein. Aber bei Helen geht es dann auch schon wieder weiter. Good Wife ist mit ihr befreundet, alles schön und gut. Aber da geht es dann halt auch wieder weiter. Da riecht er an ihren Haaren und kriegt halt fast einen Steifen. Das hätte auch nicht. Ich meine, ich verstehe das, dass es darum geht, einen älteren Charakter auch wieder in den Licht zu rücken. Ja, das sind auch nur Menschen und der hat trotzdem noch Gefühle und Sachen wie ein normaler Kerl und das ist alles schön und gut. Aber da habe ich auch wieder so eine Reduzierung drin. Die ist nur Opfer, auch wenn sie ihren Weg dann macht. Aber da kommt dann wieder diese sexuelle Projizierung rein. So, und ansonsten haben wir Lois. Und den Charakter Lois verstehe ich überhaupt nicht, was da für eine Funktion hat. Die ist ein Sidekick. Mehr ist die nicht. Die wird Ralph einfach zur Seite gestellt, damit er jemand hat, mit dem er reden kann. Punkt. Das Quartett muss ja voll werden. Ja. Ja, aber in einem Quartett hast du eine Funktion. Aber die hat keine Funktion. Die ganze Geschichte würde ohne Lois 1:1 genauso funktionieren. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die ganze Abtreibungsstoryline ist nur, wie nennt man das, der MacGuffin. Also das ist eigentlich nur, um die Geschichte ans Laufen zu kriegen, nur damit die Figuren überhaupt einen Grund haben zu handeln und dann in die eigentliche Geschichte reinzukommen. Das merkt man auch bei dem Ende. Ich finde das Ende, diesen Anschlag eher uninteressant umgesetzt. Und jetzt ist die Frage, wie sehr seht ihr das, dass er mit dieser Wahl dieses Themas, also ich persönlich würde ihm den Punkt geben, er hat das Thema gewählt wegen der symbolischen Ebene. Aber was glaubt ihr, wie viel war da auch Kalkulation? Ich meine, gerade in Amerika ist das Thema ja noch mal heftiger diskutiert als bei uns. Was glaubt ihr, wie viel war da vielleicht auch Berechnung? Das ist eine Skandalthematik, das wird Presse machen, das ist gute Werbung. Ich weiß es nicht, King war da wirklich auf seinem Höhepunkt in den frühen 90ern. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, er hätte seine Einkaufsliste veröffentlichen können und hätte trotzdem
gigantische Zahlen verkauft. Das weiß ich jetzt nicht so unbedingt. Ich glaube tatsächlich eher, dass das eine Thematik ist, die ihn damals beschäftigt hat. Wir haben als nächsten Roman das Bild. Mhm. Auch da geht es wieder in diese Richtung. Wir hatten auch Sachen wie jetzt Dolores und das Spiel, die auch schon jetzt nicht mit Abtreibung, aber wie gesagt, diese feministischen Thematiken eher hatten. Ich denke so, das waren Sachen, die ihn beschäftigt haben. Ich glaube nicht, dass das so kalkuliert war. Okay. Ja, ich denke, ohne irgendwelche Belege zu haben, dass er da einfach ein aktuelles Thema genommen habe, wozu die Menschen Bezug nehmen können. Als dass er sich einfach irgendein Szenario großartig ausdenken muss, was dann vielleicht nur ein paar Leute abholt. Hm. Hendrik, wie stehst du denn zu den Frauencharakteren in diesem Buch? Vielleicht sind wir auch einfach nur untätig, das kann auch sein. Nein, seid ihr nicht. Ich sehe das ziemlich genauso wie ihr. Also da ist nichts, was sich irgendwie sehr, sehr einprägt oder einbrennt oder was, was wirklich relevant wäre für die Geschichte. Das Einzige, was ich sagen muss, warum ich die Existenz von Lois Jo akzeptieren kann, das sind zwei Sachen. Das eine ist, ich finde es schon mal grundsätzlich irgendwie cool, weil das in der Literatur auch nicht allzu üblich ist, dass wir hier eine handelnde Personengruppe haben, die mehrheitlich im Seniorenalter ist. Normalerweise hat man ja in den üblichen Literaturtropes eine ältere, weise Figur, die dann halt so quasi diese Gandalf-Funktion ausfüllt. Das haben wir hier tatsächlich nicht. Wir haben halt hier wirklich mehrheitlich ältere handelnde Personen. Was ich cool finde. Es ist mal was Neues, es ist ein cooles Konzept. Und ich glaube, gerade das Thema Liebesgeschichten zwischen älteren Menschen und auch Sexualität von älteren Menschen ist ein Thema, das auch normalerweise gerne mal unter den Tisch gefallen wird, lassen wird. Und da muss ich sagen, das ist für mich der einzige Grund, warum ich es noch einigermaßen okay finde. Da weiß ich nicht, ob ich da mit dir konform gehe, weil je länger das Buch andauert, desto weniger hatte ich das Gefühl, dass es sich um alte Menschen handelt. Ja, das ist richtig, da bin ich bei dir. Aber das ist ja, glaube ich, gerade der Punkt, diese Normalisierung. Dass eben nicht mehr dieses Schubladendenken, ja, der ist alt. Also normalerweise ist es so in der Literatur, dass alte Menschen immer sind wie Dorans. Und hier wird es halt normalisiert. Hier gewöhnt man sich halt einfach dran, okay, die sind alt, die können halt nicht mehr rumspringen und über Zäune klettern. Aber es wird normalisiert, weil die haben die genau dieselben Gedankengänge, die haben genau dieselben Bedürfnisse und so weiter und so fort. Ja, aber sie werden halt auch tatsächlich verjüngt. Genau das. Vom Aussehen her, von der Körperlichkeit her, vielleicht sogar vom Denken. Sie bleiben halt keine alten Menschen, sondern sie werden ja wieder in einen früheren Zustand versetzt, wo sie quasi Leistungsträger sind. Okay, ja, interessanter Punkt. Wie steht ihr dazu überhaupt, zu dieser Verjüngungssache? Dazu möchte ich noch was anmerken. King hat Anfang der 90er eine Fernsehserie geschrieben oder mitkonzipiert, die es auf ganze 8 Folgen gebracht hat. Golden Years. Und in dieser Serie geht es um einen alternden Hausmeister, der irgendwie Opfer eines misslungenen Experiments wird und sich daraufhin verjüngt. Das heißt, er hat wahrscheinlich, als er den ersten Entwurf von Schlaflos geschrieben hat, gleichzeitig an dieser Serie gearbeitet. Ja, ich möchte auch schon mal ankündigen, unsere nächste Folge wird eine Besprechung dieser Serie werden, weil ich denke, das passt hier sehr gut rein. Und was ich zu dieser Thematik halte, ich bin da sehr zwiegespalten. Ich finde es sehr schön, dass wir tatsächlich mal wirklich ältere Hauptdarsteller haben. Das hatten wir so in der Form noch gar nicht. Mhm. Aber warum muss diese Verjüngung unbedingt kommen? Also, genau. Ja, das ist so auch wieder so ein Trope. Ja, die Alten können nichts, aber wenn wir sie jünger machen, dann wird wieder alles besser. Warum lassen wir die nicht einfach alt sein und sie dann so handeln? Ganz ehrlich, ich glaube einfach nur, diese ganze Verjüngungsthematik, die hat er nur eingebaut, damit diese Szene in dem Karnickelbau von Atropos funktioniert.
weil du keinen über 80-Jährigen in diesen Karnickelbau klettern lassen kannst. Und das Schlimme ist, ich mag diese Karnickelbau-Szene sehr gern, weil das auch so was von Alice in Wonderland hat. Mhm. Aber das ist mir, glaube ich, eben diese ganze Torpedierung dieses Themas alter Menschen nicht wert. Und ich glaube, eine andere Funktion hatte das auch nicht, dass sie die verjüngt haben. Weil es ist nicht so, dass er jetzt großartig, er sagt zwar immer, er fühlt sich jetzt stärker und toll und pfui und so, aber es hat ja keine Konsequenzen in seiner Handlung. Es ist ja nicht so, dass er dem Charlie Pickering eine auf die Fresse haut oder sowas. Ja, dadurch, dass sie ja Menschen quasi ihre Lebenskraft absaugen können, oder zumindest einen Teil davon, werden sie ja nicht nur körperlich jünger, sondern haben auch Kräfte, Macht, genau, Kräfte. Und vielleicht hat King gesagt, okay, nee, nur Kräfte durchzubekommen bringt nichts, weil Lebenskraft muss ja auch noch irgendeine andere, eine körperliche Auswirkung haben. Dass quasi da gesagt hat, okay, eigentlich muss es verjüngt werden, weil ansonsten funktioniert das mit der Lebenskraft nicht. Ja, es ist fast eine Anspielung auf das klassische Vampir-Thema. Das wird ja auch direkt so benannt. Also er fühlt sich ja wie ein Vampir und das wird ja auch oft so. Aber gerade in der Vampir-Geschichte, die altern ja nicht, aber die werden ja auch nicht jünger vom Blut trinken. Von daher verstehe ich halt das nicht, warum man das unbedingt einbauen muss. Was ich aber eher das Gefühl habe, das wird ja auch immer so angedeutet, als die beiden dann eben schon kräftig jünger aussehen und so weiter und so fort, dass sie eben eine Zeit lang Angst haben, dass die anderen das sehen und dass die anderen jetzt darüber misstrauisch werden. Aber auch das hat ja absolut null Konsequenz. Ich glaube, da hat er wieder irgendeine Idee gehabt, wo er hin wollte und hat sie dann verworfen. Das habe ich bei dem Buch öfter mal gedacht. Eher. Ich glaube, wir haben es auch bei diesem Buch auch wieder mit so einem Fall zu tun. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass der Lektor nicht gesagt hat, du, das da und das da, das führt nirgendwo hin, nimm das einfach mal raus. Sondern er hat einfach runtergeschrieben, was ihm so in den Kopf kam. Gut, man muss auch sagen, ein paar der Punkte tauchen in anderen Büchern später wieder auf, wenn ich jetzt auch an Patrick denke zum Beispiel. Mhm. Der spielt ja später im Turm noch eine wichtige Rolle. Aber das Buch hat ein paar Längen, die durch sowas nicht besser werden. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen weiter. Was ich sagen muss, was mir an dem Buch sehr gut gefallen hat, war eben so dieses langsame Abdriften in den Wahnsinn und in die Hoffnungslosigkeit durch diese Schlaflosigkeit. Und dass man eben nicht weiß, ob diese Auren nur Symptome sind oder ob die wirklich da sind. Und meiner Meinung nach weiß man das am Ende des Buches immer noch nicht. Und ich glaube, was mir als einziges auch noch gefallen hat an der ganzen Leuchtsache, ist wie halt aus dieser anfänglichen Isolation und man hat das Gefühl, man ist der Einzige auf der Welt, der nicht schlafen kann, ein gemeinsames Leiden wird. Das ist ein schönes Thema und ich glaube, wir alle, zumindest Flo und ich, kennen die Problematik mit der Schlaflosigkeit sehr gut und was das aus einem Menschen macht. Oh ja. Das hat mir eigentlich auf der Ebene ganz gut gefallen. Ja, das fand ich schön dargestellt, wobei ja diese Thematik im Mittelteil des Buches für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr aus den Augen verliert. Also da hätte man ruhig noch einen Ticken mehr drauflegen können, um an den Figuren zu zweifeln. Mhm, das stimmt. Oder zumindest, dass die Figuren von außen vielleicht mal hinterfragt werden. Genau. Gut, gehen wir mal zu den nächsten Charakteren. Wie steht ihr denn zu der Figur von Bill? Bill ist so sein, auch ebenfalls pensionierter Lehrer, sein Nachbar. Und den Charakter habe ich überhaupt nicht verstanden. Erstens, warum wird er hingestellt wie ein quengeliges Arschloch? In keiner Handlung, die der Mensch macht, wird der für mich so... Ich empfinde ihn nicht, wenn der handelt, als wäre er ein quengeliges Arschloch. Aber jedes Mal, wenn Ralf ihn kommentiert oder Lois, wird er hingestellt, als ist das eigentlich ein ziemliches Rindvieh. Ja, vielleicht ist es so ein Ding, dass ist ja oft so, dass wenn man Leute lange kennt, man bestimmte Eigenarten immer mehr kennenlernt und auch vielleicht die Person darauf reduziert.
Und das ändert dann quasi das eigene Bild der Person zu dem, wie sie tatsächlich nach außen wirkt. Okay. Was würdest du Bildern für eine Funktion zuschreiben? Warum taucht er an diesem Buch aus, auf? Als, ja, vielleicht als eine Art Freund und Ratgeber von Ralf, der sich dann aber doch nicht als ganz so nützlich rausstellt. Naja, aber dafür haben wir ja Lois. Ja, aber bevor er sich Lois anvertraut, geht er ja zu Ralf und merkt dann, okay, der glaubt mir nicht, der hält mich für verrückt. Zu Bill. Ja, meine ich ja zu Bill. Merkt, okay, der hält mich für verrückt, der glaubt mir nichts. Also, ja, kann ich mich doch nicht so verlassen. Aber ja, auch das ist halt keine richtige Funktion, sondern ja, ist halt der Mitbewohner oder Untermieter oder wie auch immer. Ja, und die gleiche Funktion sehe ich auch in dem Apotheker. Also, wir haben ja mehrere Figuren, die so. Da komme ich gleich drauf. Gut, dann warte ich noch. Adrian, wie geht's dir mit Bill? Hast du da irgendeinen Sinn drin verstanden? Ich glaube, bei Bill habe ich quer gelesen. Okay. Na, dann gehen wir auf den Apotheker. Und hier will ich ein kleines bisschen reingehen. Das ist eine Ebene in dem Buch, die, glaube ich, komplett untergeht, wenn man dieses Buch so liest. Und das ist das ganze Thema Ableismus. Wir haben hier durch das Alter und durch die damit verbundenen Gebrechlichkeiten einen großen Teil Bevormundung drin. Wir haben hier das Thema Ableismus von Ärzten, dass du eben hingestellt wirst bei diffusen Schmerzen zum Beispiel, im Sinne von, ja, das bildest du dir ein, oder das ist halt, ja, du bist halt alt, das muss halt so sein, dass man erstens in dem Punkt nicht ernst genommen wird. Das Zweite, wo wir diesen Effekt haben, ist dann bei Lois, als sie eben zu ihrem Doktor geht und der Doktor über ihren Kopf hinweg ihren Sohn informiert. Die Reaktion des Sohnes bzw. der Schwiegertochter ist eine komplett ableistische, wo es halt auch hier wieder eigentlich komplett patronalistisch über ihren Kopf hinweg entschieden werden soll, dass sie jetzt gefälligst in dieses Altenheim geht. Wir haben das Thema zum Beispiel in dieser Klinik, als wir die Mutter des behinderten Kindes treffen, wo es halt auch wieder so eine Behinderungsthematik hat und eben diese Frage mit der Abtreibung kombiniert, ob das jetzt vielleicht die bessere Lösung gewesen wäre und so weiter und so fort. Und als Gegenpart für diese ganze ableistische Geschichte haben wir eben den Apotheker drin, diesen Weiser, der für mich wahnsinnig sympathisch gewirkt hat, der für mich tatsächlich auf Anhieb ein Thema ernst nimmt, auch wenn er vielleicht erstmal Voodoo-Lösungen empfiehlt, aber das ist ja erstmal zweitens. Wobei ich es lustig finde, dass hier tatsächlich suggeriert wird, dass die Voodoo-Lösung die wirksame gewesen wäre, denn sonst hätte man Ralf ja nicht gezwungen, den Termin abzusagen. Aber der halt wirklich aus eigener Erfahrung sagt, okay, das Problem gibt es, das bildest du dir nicht ein, wir gucken, ob wir eine Lösung dafür finden und so weiter und so fort. Und in dieser Geschichte, unter diesem Aspekt der ganzen Ableismus-Geschichte, finde ich, Weiser ist eine wichtige Figur. Aber nur für diesen Aspekt. Jo. Genau. Du hast jetzt einige Punkte vorweggenommen, die ich auch genannt hätte. Wobei ich sagen muss, also mich hat gerade diese Sache mit der Voodoo-Lösung dann doch noch ein bisschen mehr gestört. Auf der anderen Art ist ja die Erkrankung schon keine Erkrankung im Sinne einer biologischen Sache, sondern wir lernen ja, dass diese Schlaflosigkeit auch von den Wesen induziert worden ist. Also ist es ja eine Voodoo-Erkrankung und die kannst du auch mit Voodoo lösen. Ja gut, das weiß er anfangs ja noch nicht, aber eben. Ja. Nein, aber ich meinte, seine Funktion ist genauso wie die von anderen Figuren in diesem Buch. Er gibt Ratschläge, die ja nicht alle unbedingt die besten sind. Ich meine, dass er dann mit seinen Voodoo-Sachen dann tatsächlich ein bisschen recht hat, okay, das ist der Handlung geschuldet, aber trotzdem, so im Großen und Ganzen hätte man die Figur mit Bill zum Beispiel irgendwie vermischen können, genau. Ja, und dann hätte man sich ein bisschen was gespart wieder.
Ich fand den Apotheker halt großartig, weil es die erste Rolle in dem Buch war, für mich zumindest beim Lesen, die mit Lösungen um die Ecke kommt, die, genau, diese, wie soll ich sagen, Isolation, Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit aufbricht. Und der vor allem, dass dieses Element, dass Schmerz nicht nur Schmerz ist, sondern dass Schmerz oder Schlaflosigkeit oder was auch immer, immer eine soziale Implikation hat. Das ist der, jawohl, Erste, der das für voll nimmt. Und deswegen mag ich den so. Ja. Ich meine, man erwartet ja noch nicht mal, dass man eine Lösung präsentiert kriegt. Ich meine, ich bin nun mal in der Situation, dass ich das Thema kenne. Man erwartet einfach nicht mehr, dass einem Leute helfen. Aber das Mindeste, was man erwarten kann, ist, dass es für voll nimmt. Und das ist in dem ganzen Buch der Einzige, der es für voll nimmt. Mhm. Gut. Wie stehen wir denn zu Dorrance? Dorrance ist mein Lieblingscharakter in dem ganzen Buch. Und ich verstehe ihn nicht. Aber ich mag ihn so. Er ist seltsam. Ich mag ihn, aber ich weiß nicht warum. Ich kenne seine Rolle nicht genau. Ja, er bleibt rätselhaft. Vielleicht mag ich ihn deswegen. Flo, du kannst doch zu diesen Joker-Figuren vielleicht im Kontext ein bisschen mehr sagen. Ich weiß, was gemeint ist, aber ich könnte es nicht erklären. Das Erklären ist tatsächlich auch schwer. Also vielleicht sollten wir erstmal sagen, wer dieser Dorrance Masterler ist. Es ist ein Mann, der schon weit jenseits der 90 ist. Senil und von den meisten so als schon ein bisschen durchgeknallt angesehen wird. Und er scheint hier Dinge zu wissen, die normale Leute nicht wissen können. Erst habe ich gedacht, dass er aufgetaucht ist. Er ist so eine Figur wie in vielen klassischen Horrorfilmen, Freitag der 13. oder so, wenn diese verrückten alten Männer, die auftauchen und sagen, feiert nicht hier, der Killer kommt oder sowas. Aber ich glaube, dass hinter dieser Figur doch noch erheblich mehr steckt. Ich kann es aber nicht fassen. Ist dir irgendwas bekannt, dass wir Dorrance nochmal wieder treffen? Ja. Ja? Ja. Und zwar in Revival, dauert noch einige Jahre, bis wir da sind, lernen wir einen jüngeren Dorrance kennen. Okay. Und ich weiß, dass er später nochmal in Mr. Hennigans Telefon erwähnt wird, zumindest. Mhm. Also. Genau, also Mr. Hennigans Telefon ist eine der Geschichten, die auf Deutsch noch nicht erschienen sind. Die erscheinen im August in dieser Novellensammlung Blutige Nachrichten. Nur falls sich jemand fragt, was das ist. Dankeschön. Ich glaube, für mich ist das Konzept dahinter. Wir haben einen Agenten des Chaos, das ist Atropos. Und wir brauchen halt, also die Idee ist ja, es gibt das geordnete Gute, es gibt das geordnete Schlechte. Es gibt das chaotische Gute, es gibt das chaotische Schlechte. Das chaotische Schlechte ist in dem Moment Atropos. Und das chaotische Gute wäre hier für mich Dorrance. Falls ihr mit der Einordnung so ein bisschen arbeiten könnt. Und er hat halt dadurch im Prinzip fast die gleiche Menge an Einfluss, wie es Atropos hat. Er nutzt ihn nicht voll aus, weil er es nicht muss. Aber durch eben diese winzigen kleinen Anpassungen, indem er eben die Jacke mit dem Pfefferspray präpariert und solche Dinge, nimmt er halt einen Einfluss, der riesige, ungeplante, unberechenbare Auswirkungen hat. Und das ist, glaube ich, für mich die Funktion, die er hier hat. Ja, wobei ich nicht, du sagst unberechenbar, ich weiß nicht, ob das unberechenbar ist. Ich glaube, er sorgt mit seinen Einmischung dafür, dass es eben nicht so unberechenbar ist. Diese Figur ist sehr, sehr geheimnisvoll. Also er kennt ja auch Begriffe wie Quartett und so weiter. Und es gibt so die Vermutung, dass er wohl auf allen Realitätsebenen gleichzeitig existiert. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit einer klassischen Turmweltfigur zu tun, die in Schlaflos eben wie ein verrückter alter Mann wirkt, weil sie nicht ganz in diese Welt reinpasst. Mhm. Aber er hat ja auch so Talente, also dass er eben, genau, wie unsichtbar, man nimmt ihn erstmal nicht wahr, bis er plötzlich vor dir steht und solche Sachen. Ja, also er hat Fähigkeiten, die vergleichbar sind mit anderen Figuren aus dem Zyklus, wie dem Scharlachroten König, wie Walter O'Dimm oder auch wie Roland selbst. Und
das macht diese Figur so interessant und es macht es so schade, dass wir eigentlich so wenig erfahren. Ich hatte die Vermutung, weil er erwähnt immer mal wieder, er mischt sich nicht in langfristige Angelegenheiten ein. Aber da er davon weiß, dass er irgendwie doch mehr weiß als ein normaler Kurzfristiger, war dann meine Überlegung, ob er nicht eine Stufe über den Langfristigen ist. Quasi über Atropos und Klotho und Lachesis. Das würde mir fast zu weit gehen. Ich würde sagen, er steht auf der gleichen Ebene wie Klotho und so weiter und so fort. Ja gut, aber dann wären langfristige Angelegenheiten ja seine. Deswegen, dadurch, nee, weil die beiden, die beiden sind, sag ich mal, oder die drei, sind ja eher für die mittelfristigen Angelegenheiten. Die langfristigen Angelegenheiten sind eben der Scharlachrote König und solche Gestalten. Ach, ich dachte, das wären die Ewigen, aber Naja, gut, ewig, langfristig ist ich meinte herausgelesen zu haben, dass quasi kurzfristig, langfristig, ewig gäbe, diese Einteilung. Ja, gut, so kann man es verstehen, ja. Ja, aber das war halt nur ein Gefühl, was ich beim Lesen hatte. Das ist durch nichts belegt. Nein, das ist aber völlig legitim. Das kann man so sehen, wenn man das möchte. Für mich ist halt der Gedanke, der Turm als Konzept ist ein ewiges Konzept. Erstmal. Und alle, die um den Turm kämpfen, um seine Vernichtung oder um seinen Erhalt oder was auch immer, sind langfristige. Verstehst du, was ich meine? Also, für mich können Figuren maximal langfristig sein und nur Konzepte ewig. Weil auch ein gefallener Turm bleibt ein Turm. Ja gut, so weit bin ich noch nicht drin. Der Satz ist schwierig, wenn ich an das Ende des Zyklus denke. Gleichzeitig natürlich auch sehr richtig. Ich glaube, das Fass machen wir heute nicht auf, oder? Nein, aber deine Leserart ist vollkommen legitim. Wie gesagt, da brauchen wir überhaupt nicht. Aber ich glaube, da kann man sich tatsächlich drüber streiten, auf welcher Ebene er steht. Da bin ich ganz bei dir. Vielleicht wirklich, wie Flo sagt, auf allen irgendwie gleichzeitig. Gut. Ja, vielleicht ist er so auf Ebene der Schildkröte. Was ich aber auch ganz nett finde, ist, dass er tatsächlich eben nicht so diese Gandalf-Figur ist. Sondern dass wir ihm trotzdem seine Senilität und seine Eigenarten behalten lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und auch so seine Eigenheiten wie, nö, darüber rede ich nicht. Ja, genau, ich habe keine Lust, das ist mir alles zu anstrengend, geh weg. Aber ich kann dir was sagen, dieses Gedicht da ist ganz, ganz toll. Genau, ich mag den, Dorans ist ein toller Charakter. Gut, dann gehen wir weiter zu Ed vielleicht? Ja. Ed ist komisch. Also ja, wir kriegen ihn quasi oder lernen ihn nur kennen, wie er schon irgendwie beeinflusst ist. Also Atropos hat ihm scheinbar schon diesen Lebensfaden durchgeschnitten oder genau. So, hat eine schwarze Aura. Es ist ungewiss, wie lange er am Leben bleibt, aber ja, er steht die ganze Zeit unter Einfluss von Atropos, dem Scharlachroten König. Denkt aber, er würde gegen genau diesen kämpfen. Das finde ich so geil. Ja, schon. Andererseits, warum wird ihm überhaupt dieser Begriff genannt? Aber egal. Du meinst dieser Begriff des Scharlachroten Königs? Genau. Ich glaube, das ist eine Frage der Propaganda. Also, mein größtes Problem, das ich mit Ed habe, ich meine, die Idee des Charakters ist gut, aber die Umsetzung des Charakters erinnert mich sehr an diese eher unwichtigen Handlanger von Randall Flagg in The Stand. Ja. Er ist so ein menschlicher Lakai, der Chaos und Unheil stiftet, aber als Figur selbst ist er eigentlich scheiße langweilig. Und da kommen wir auch wieder zu deinem Thema mit der freien Wahl. Und das ist, glaube ich, aber genau der Punkt. Ed ist genauso wie Alf und wie Lois eine Schachbrettfigur. Genau. Und man hat ja sowieso auch in dem Buch Schach, also gut, der Scharlachrote König, wenn man das Scharlachrote wegnimmt, naja, ist er natürlich eine Schachfigur. Wir haben natürlich aber auch die Damenspiele im Park häufiger. Also diese ganze Thematik
dass wir alle nur Figuren in einem Spiel sind. Das taucht ja auch hier wieder häufiger auf. Mhm. Hendrian, hast du eine Meinung zu Ed? Für mich war Ed irgendwie so eine typische Gollum-Figur. Der hat schon eine Ahnung, dass er quasi dem Verderben sehr nahe ist. das Menschliche an ihm ist auch schon großteils aufgefressen und ja, irgendwie so ein, ja, vom Gefühl her irgendwie so ein Gollum. Mhm. Was mich an Ed gestört hat, aber das ist, glaube ich, übertrieben. Für mich war der Punkt, wir hatten zum Beispiel bei S, so sehr ich es hasse, aber der Mann von, wie heißt die junge Frau bei S? Beverly. Beverly. Der Mann von Beverly war ein gewalttätiges Arschloch, weil er ein gewalttätiges Arschloch war. Bei Ed wird es jetzt so hingestellt, als wäre er nur deshalb ein gewalttätiges Arschloch, weil eben eine höhere Gewalt an ihn eingreift. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Diese nachträgliche Legitimierung, die nervt mich ein bisschen. Ich verstehe, dass die drin sein muss, aufgrund dieser Freiheitsthematik, die sich durchs ganze Buch zieht. Das sehe ich ein, aber es nervt mich trotzdem. Und das Zweite, was mich wahnsinnig nervt, ist, dass sie das nicht begreifen mit dem Kamikaze-Flug. Weil sie begreifen, dass er eigentlich schon tot ist, dass seine Lebensschnur schon weg ist. Und der Hinweis mit dem Flugzeug kam auch schon viel, viel früher. Und trotzdem brauchen sie erst dieses blöde Symbol auf dem Schal, um es dann zu begreifen, was passieren soll. Und das hat mich fürchterlich geärgert. Du musst aber bedenken, 1994 war eine andere Welt. Eine Welt vor 9/11. Ja, okay. Da ist man nicht unbedingt so schnell drauf gekommen, dass sowas passiert. Gut, okay, das kann sein. Und ich bin auch nicht drauf gekommen, bis ich nicht ganz, bis ich das Kamikaze gelesen habe, sondern ich glaube schon kurz vorher, aber also für mich hat es funktioniert. Okay, na gut, dann liegt es an mir. Dann, das, ja. Aber ich gebe Flo recht, das liegt wahrscheinlich auch einfach an der Zeit. Und bist du denn auch beim ersten Lesen schon? Ja. Ja, okay, gut. Dann ist gut. Gut, das haben wir. Was ich noch ganz nett finde bei Ed, ist tatsächlich dieses Normalwirken, dieses äußerlich komplett Normalwirken und gleichzeitig innerlich kompletter Wahnsinn sein, wie es halt auch schön dargestellt wird, als er dann eben in seiner Extremistengruppe da rumsteht und der andere, der vielleicht krude Meinungen hat, aber dass der wirkt wie der Wahnsinnige, weil er halt geifert und schäumt. Und der ruhige Psychopath, der sich nichts anmerken lässt, wird wahrgenommen, als wäre er der Normale. Das fand ich eigentlich noch einen hübschen Kontrast dazu. Ja, da merkt man, man kann halt auch nicht beeinflusste Menschen gut für seine Zwecke nehmen. Genau. Gut. Wie steht ihr denn zu dieser ganzen Aurensache, zu dieser ganzen Beschreibung? Ich muss sagen, ich habe mit dem Buch, und das ist eigentlich mein Hauptproblem, wie willst du diesen Stil nennen für mich? Ich würde sagen, es ist hyperrealer Naturalismus. Ich meine, beim Naturalismus wird ja jede Türschwelle beschrieben. Und da ist ein Kratzer und da ist das Blatt gelb und Zeug. Naturalismus ist eine fürchterliche Literaturströmung, meiner Meinung nach. Andererseits macht das hier Sinn, weil eben dadurch diese Außergewöhnlichkeit der Auren so hervorgehoben wird. Aber leider stürzt mich trotzdem fürchterlich. Wie ging's euch? Ich fand's eigentlich ziemlich okay, weil dadurch, dass es so häufig erwähnt wurde, hatte es dann auch irgendwann eine Normalität. Und ich wusste quasi, okay, man kann die Auren sehen, das ist halt ein Teil, wie Ralf und Lois ticken. Die haben halt eine Ebene mehr, auf der sie sehen können. Und ich fand das okay. Ich mochte die Idee auch sehr. Ich mag die ganze Umsetzung, auch die, wie das symbolisch, wie das dargestellt wird mit diesen Schnüren. Mein Problem ist auch in der Art, wie es dargestellt wird. Ich würde es jetzt nicht als... ich würde es ganz anders beschreiben als Dela. Ich würde sagen, das ist sehr comichaft. Mhm. Also
Ja, die Auren sind sehr comichaft, ja, genau. Ja. Es kommt mir vor wie so eine reale, also dunkle, reale Geschichte und dann ist da plötzlich diese Cartoon-Idee reingeschleudert. Die Idee an sich finde ich gut, aber die Umsetzung habe ich ein paar Probleme mit. Mhm. Aber wie gesagt, da sind wir auf demselben Blatt. Ich finde diese Auren-Sache eben auch, wie du sagst, zu comichaft. Aber gerade durch den Kontrast, dass das vorher, bevor sie die Auren sehen, alles so naturalistisch dargestellt wird, dass eben wirklich jede scheiß Türschwelle beschrieben wird. Ich glaube, dadurch gewinnt das erst so diesen extrem comichaften Eindruck. Ja, das kann gut sein. Hendrian, wie ging es dir mit den Auren? Ich bin da eigentlich ganz, ganz beim Jonas, dass das halt, wie soll ich sagen, sich mit der Zeit sehr, sehr normal angefühlt hat beim Lesen. Mhm. Und durch dieses, was ihr sagt, Comichafte, das fand ich halt ganz, ganz hübsch, dass man dadurch auch stilistisch quasi einen Kontrast zu einer anderen Ebene hat. Mhm. Dass es sich halt auch sehr abhebt von der, in Anführungszeichen, Realität. Mhm. Okay. Also ich fand's gut. Okay. Wie seht ihr es denn? Sind die Auren da? Oder ist es tatsächlich nur ein Symptom dieser Schlaflosigkeit? Quasi eine Metapher. Also es ist irgendwas da im Sinne des Turms und im Sinne dieser verschiedenen Realitätsebenen. Ist da schon irgendwas da? Und wir zeigen das den beiden nur als Auren, weil das Einzige ist, was sie vielleicht noch begreifen können. Oder ist es so gemeint, es sind tatsächlich solche tatsächlich vorhandenen physischen Ballonschnuren? Nein, ich denke, das ist das Erste, was du beschrieben hast. Es ist was da und das ist halt einfach die Art, wie man das darstellen kann, dass man auf unserer Existenzebene das noch irgendwie versteht. Hm, okay. Na, ich hätte es anders gesehen, weil dieser ganze Aufwand dann Atropos und die anderen zwei mit Schere und Skalpell auszustatten, nur damit die Menschen das auch sehen können, das kommt mir zu viel Aufwand vor für kurzfristige. Das ist auch wieder richtig. Ja, aber vielleicht sehen wir diese Ärzte mit ihren Scheren und Skalpellen nur, weil das eben so ist, nur auf unserer Ebene, weil unser Gehirn aus dem, was da wirklich, was das wirklich ist, eben diese Bilder macht, die es interpretieren kann. Und da ist ja auch genau der Punkt, sie heißen ja auch nicht Atropos und Clodo und Lachesis, sondern sie sagen ja nur, ihr könnt uns so nennen, weil das ist die Assoziation, die ihr begreift. Ja, okay. Aber wie gesagt, also ich finde beide, ich bin mir da selber auch noch nicht einig, wie es interpretieren soll. Aber. Ja, das sehe ich auch so. Es ist wie vieles in diesem Buch, müsste man das, glaube ich, noch öfter lesen und dann mal gucken, ob man irgendwann zu einer. Nochmal. Dreimal reicht wirklich. Ach, wir werden das einfach jedes Jahr jetzt einmal besprechen und dann gucken wir mal. Yay. Gut, dann kommen wir vielleicht gleich direkt zu den Ärzten. Und an den Ärzten hatte ich wahnsinnig viel Spaß. Aus Berlin! diese ganze, also Clodo und Lachesis sind mir zutiefst unsympathisch. Und ich glaube, das ist anders gewollt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die können nicht Sympathie rüberbringen, weil das überhaupt nicht ihre Aufgabe ist. Okay, aber Atropos ist mir sympathisch und bei dem ist es wirklich nicht seine Aufgabe. Ja, aber das liegt an dir. Genau, das liegt daran, okay, dass Atropos eben ein kleiner irrer Massenmörder ist. Was an denen fandest du unsympathisch? Erstens die Arroganz, zweitens dieses Hinterhalten von Informationen. Das kann ich nicht leiden. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Ich habe kein Problem damit, wenn ich auf ein Schachbrett hin und her geschoben werde. Aber wenn man mir schon sagt, dass man mich auf ein Schachbrett hin und her schiebt, dann muss man sich auch die Mühe machen, mir wenigstens eine gute Lüge aufzutischen. Und nicht mal die Mühe, weil sie halt nicht lügen können, okay? Aber die Information dann gar nicht zu geben, das ist ein bisschen schwierig. Wieso, wenn du Käfer aufeinander ansetzt und sie gegenübersetzt, gibst du ihnen die Informationen, was du mit ihnen vorhast, oder guckst du einfach nur, was passiert? Ja, das ist aber der Punkt. Aber bei denen tue ich ja auch nicht die Andeutung machen.
Im Sinne von, du bist ganz wichtig für den großen Plan. Und mich stört die Kombination, dass einerseits gesagt wird, ihr seid so wichtig und so weiter und so fort, aber eben andererseits Informationen hintergehalten werden. Und vor allem, sie machen das ja aus dem Grund, aber vertun sich dabei. Nicht verstehen. Ja, und sie liegen halt auch vollkommen falsch. Das ist, ich glaube, wenn sie richtig lägen, wäre es nicht so schlimm, als dass sie ja mit dem hinterm Berg halten, das Ganze im Prinzip noch verschlimmern. Ich glaube tatsächlich, ich könnte damit besser leben, wenn sie sagen, passt auf, wir wissen es selber nicht genau. Wenn sie das sagen würden, könnte ich damit, glaube ich, leben. Sie tun ja so, als wüssten sie es. Aber was ist, wenn sie es wissen und durch ihr Verhalten genau das auslösen, was sie eigentlich vorhaben? Dass sie gar nicht wollen, dass es so gut ausgeht, sondern dass sie genau ihrem Plan folgen. Weiß ich nicht. Ich glaube, so viel traue ich den Jungs nicht zu. Das ist genau derselbe Effekt wie große Verschwörungstheorien. Die sind alle super intelligente Bösewichte, die uns alle vernichten wollen. Nee, ich glaube, die sind einfach nur wirklich so dumm, wie sie erscheinen. Vielleicht, sie sind halt einfach Wesen einer anderen Ebene. Für Menschen nicht so gut zu verstehen. Ich will es einfach so draufschieben, ob sympathisch oder nicht sympathisch ist, ist denen scheißegal. Die machen ihr Ding und wie sie wahrgenommen werden, ja, das ist halt Problem der Menschen. Die einzige Sache, die ich wahnsinnig toll fand, die einzige Szene, wo er den beiden die Hand gibt. Dieser Moment da des Händedrucks. Wie sie sich freuen wie die kleinen Kinder, das war so toll. Ja, das stimmt. Das war schön. Und ansonsten würde ich jetzt noch ein bisschen auf Atropos gehen. Ich mag Atropos, weil das ist wieder genau dieser Fleck-Effekt bei mir. Das ist glücklicher Wahnsinn. Das ist ein kleiner Kobold, der wütend durch die Gegend hüpft und mit seinem kleinen Skalpell herumfuchtelt. Und er macht nichts Gutes, aber im Prinzip macht er ja nur das, wofür er geschaffen worden ist. Von wem auch immer. Aber der hat einfach Spaß an seiner Aufgabe und an seinem Leben und an allem. Und diese Fröhlichkeit und dieses... Ich finde den toll, ich mag den. Ja, das ist tatsächlich ein Bösewicht, der mir auch richtig Spaß macht. Da stimme ich dir vollkommen überein. Und, die Frage ist doch, ist es überhaupt ein Bösewicht? Das ist doch der Punkt. Das ist auch wieder, also von unserer Ebene aus gesehen, ist er ein Bösewicht. Von seiner Ebene aus gesehen ist er wahrscheinlich nur ein kleiner, kahlköpfiger Arzt, der ein bisschen mehr Spaß hat als die anderen. Aber nicht mal von uns. Ich kann ihn nicht mal auf unserer Ebene als Bösewicht sehen, weil sterben tun die alle. Auch Pluto und so weiter. Die bringen die Leute auch um. Und der Effekt ist der gleiche, ob sie es liebevoll tun oder mit Spaß. Und ob sie es vor ihrer Zeit tun oder nicht. Aber es ist genau, der Endeffekt ist derselbe. Ja, aber ich glaube, es ist genau der Punkt vor ihrer Zeit. Der ist für uns, oder für die meisten Menschen, es schwer macht, das zu akzeptieren. Aber du weißt doch als Mensch noch nicht mal, ob es vor deiner Zeit war. Nee. Ja, aber wir als Leser schon. Genau, ich würde das so unterscheiden. Ich würde sagen, Kloto und Lachesis sind Schicksal und Atropos ist Zufall. Genau. Das mag für uns als Menschen auf unserer Ebene mag das gleich aussehen. Aber für diese Figuren ist das ein Unterschied. Die einen natürlich. Ja. Aber es ist doch, in Zufall oder Schicksal ist doch keine Wertung enthalten. Deswegen weigere ich mich, ihn als Bösewicht zu sehen. Der Bösewicht ist hier der scharlachrote König, weil er die ganze Sache ein bisschen anleiert. Und er ja ein Ziel hat. Verstehst du, was ich meine? Aber zwischen Zufall und Schicksal kann ich jetzt keine Wertigkeit entdecken. Vielleicht ist es halt so ein Ding, dass dieser Mensch, oder nicht dieser Mensch, dieser Kerl Spaß am Töten hat. Der ihn für die meisten Menschen halt schlecht erscheinen lässt. Patreon?
Ich wollte mal dazwischen grätschen und behaupten, Schicksal ist was, was wir Menschen ständig versuchen zu beeinflussen. Zufall nicht. Mhm. Und dass da die Wertigkeit drin liegt. Naja, aber der Punkt ist ja, beim Schicksal sind wir ja genauso machtlos. Ja, aber wir haben unsere Götter geschaffen und den ganzen Quatsch drumherum, um eben genau dem Schicksal aus dem Weg zu gehen, um es auf unsere Seite zu ziehen, um es zu beeinflussen für unsere Gunsten, zu unseren Gunsten. Also glaubst du, es ist einfach der Punkt, dass wir bei Atropos uns nicht selber in die Tasche lügen können? Beim Schicksal können wir uns selber in die Tasche lügen und beim Zufall nicht. Ganz genau das. Ja, okay. Ja. Schicksal ist die lange, schwere Krankheit und Zufall ist, du wirst von einem gefrorenen Pisseklumpen aus dem Flugzeug erschlagen. Okay. Ich denke es, oder meine Ansicht wird eher, wenn man nicht Schicksal sagt, sondern diesen Plan, den es gibt. Es gibt einen Plan und der wird durchbrochen durch Atropos. Und ich mag es nicht, wenn Pläne auf einmal anders sind. Ja, genau. Das, ja, Pläne sind einzuhalten. Aber ich, wie gesagt, ich weigere mich einfach, ihn als Bösewicht zu sehen. Die anderen sind für mich genauso Bösewichter, wenn du daran gehst. Es ist einfach für mich die Qualität, der Qualitätsunterschied, wie Hendrian sagt, ist die Qualität, bei dem einen können wir es uns einreden, dass wir es ändern könnten, bei dem anderen können wir es uns nicht einreden. Aber einen Einfluss haben wir auf beides nicht. Aber Atropos quält den Hund. Und man darf nicht vergessen, er verhält sich wie ein klassischer Serienkiller und sammelt Souvenirs seiner Opfer. Mhm. Aber ganz kurz, um nochmal auf das Thema mit dem Hund zu gehen. Dass der Hund aber die 30 Jahre vorher auch schon ein elendes Leben geführt hat, vom Schicksal, und schon vorher humpelt und undicht ist an allen Ecken und Enden und so weiter. Das hat das Schicksal verbrochen, wenn du danach gehst. Und das ist nicht weniger böse, meiner Meinung nach. Aber er quält den Hund. Weil er es will. Er ist ein schlechter, langfristiger. Ich mag den Hund. Ja, der Hund ist toll. Das Schicksal hätte den Hund einfach erlösen können. Hat es aber nicht gemacht. Das Schicksal hat ihm ja auch ja. Die Scheiße eingebrockt. Vielleicht mochte der Hund ja sein Leben so, wie es war. Natürlich, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Aber es sind für mich diese drei Ärzte. Wenn, dann sind es alle drei Arschlöcher. Das meine ich. Ja, natürlich. Die anderen zwei sind keine Helden. Das auf gar keinen Fall. Natürlich sind das alles negative Figuren, wenn du schon nicht sagen willst, Schurken. Aber da steht halt Atropos nochmal eine Stufe über den anderen beiden. Und ich glaube, mich hat auch der Umgang mit den Menschen beeinflusst. Weil diese zwei Nicht-Verrückten, die gehen ja doch liebevoll mit denen um, die sie quasi aus dem Leben begleiten. Und der andere, für den ist das ein Spiel, in dem er immer der Gewinner ist. Ja, und macht Spaß an der Sache. Ja, Spaß am Leid. Und das haben die anderen halt nicht. Und ich glaube, das stellt ihn für mich negativer dar. Ich will mich trotzdem noch ein bisschen an dem Thema aufhängen. Entschuldigt bitte. Aber nee, ich glaube, das ist tatsächlich ein Kernpunkt in dem Buch. Für mich ist doch der Punkt, und wenn Atropos jemanden vorzeitig aus dem Leben reißt, okay, in vielen, vielen Fällen ist es vielleicht was Negatives, aber in wie vielen Fällen kommt er mit seinem kleinen Skalpell und schneidet den Faden von jemandem durch, der sich drüber freut? Dann hat er gewonnen, der andere aber auch. Ja, das trifft aber auch wieder auf alle drei zu. Ja, ja, eben, deswegen ja. Sag ich, aber ich kann das nicht akzeptieren, dass er böser sein soll als die anderen beiden. Das kann ich nicht akzeptieren. Er ist anders, aber nicht böser. Er ist mehr, er repräsentiert mehr das Chaos als die anderen beiden. Wollen wir es darauf einigen? Darauf sind wir einig, genau. Gut. Ja. Und es ist ja auch gar nicht das erste Mal, dass wir ihm begegnen. Auch wenn da gar nicht aufgetaucht ist in diesem anderen Buch. Aber wir erfahren, dass er schuld ist am Tod von Gage Creed aus Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Und ich mag hier sowieso diese Szene im Kaninchenloch. Diese Szene mit den ganzen Souvenirs unheimlich gerne. Mhm. Und dazu habe ich folgendes Zitat vorbereitet. Da war der zerschrammte Flexible Flyer Schritten eines Kindes, an dessen Lenkstange noch immer das Seil zum Ziehen geknotet war. Der Junge, dem er gehört hatte,
war an einem kalten Januartag des Jahres 1953 an Krämpfen gestorben. Da lag der Tambourstark einer Majorette, dessen Schaft in purpurne und weiße Krebsspiralen gewickelt war, die Farben der Grand Academy. Sie war im Herbst 1967 vergewaltigt und mit einem Stein totgeschlagen worden. Ihr Mörder, den man nie gefasst hatte, hatte den Leichnam in eine kleine Höhle geschafft, wo ihre Gebeine zusammen mit denen von zwei weiteren unglücklichen Opfern immer noch lagen. Hier lag die Kamelenbrosche einer Frau, die von einem herabfallenden Ziegelstein erschlagen worden war, als sie die Main Street entlang ging, um die neueste Ausgabe von Vogue zu kaufen. Hätte sie ihr Haus 30 Sekunden früher oder später verlassen, wäre ihr nichts geschehen. Dort lag der Hirschfänger eines Mannes, der 1937 beim Jagdunfall ums Leben gekommen war. Da der Kompass eines Pfadfinders, der beim Ausflug auf den Mount Catherine gestürzt war und sich das Genick gebrochen hatte. Der Turnschuh eines kleinen Jungen namens Gage Creed, den ein zu schnell fahrender Tanklaster auf der Route 15 in Ludlow überfahren hatte. Ringe und Zeitschriften, Schlüsselanhänger und Regenschirme, Hüte und Brillen, Rasseln und Radios. Alles sahen verschieden aus, aber für Ralph waren sie ausnahmslos eines. Die schwachen, kläglichen Stimmen von Menschen, die in der Mitte des zweiten Akts aus dem Drehbuch gestrichen worden waren, während sie noch ihren Text für den dritten lernten. Menschen, die ohne große Umstände abgeholt worden waren, bevor ihre Arbeit getan oder ihre Verpflichtungen erfüllt waren. Menschen, deren einziges Verbrechen es war, unter dem Stern des Zufalls geboren worden zu sein und die Aufmerksamkeit des Irren mit dem rostigen Skalpell auf sich gelenkt zu haben. Ja, und wie gesagt, diese ganze Kaninchenbaugeschichte, die finde ich unglaublich klasse. Da habe ich Spaß gehabt, auch an dem ganzen Setting, wie das so dargestellt ist. Und vor allem, was ich so toll fand, bei den anderen, das sind ja tatsächlich so ätherische Wesen, die sich so mit der Welt, in der sie agieren, gar nicht unbedingt gemein machen. Aber was ich toll finde, ist, dass Atropos tatsächlich da sein Tellerchen mit Essen stehen hat und auch zum Schlafen und so weiter. Und er ist, glaube ich, uns Menschen näher als die anderen zwei. Vielleicht macht das ihn auch bösartiger. Oder sympathischer. Ansichtssache. Aber ist euch das auch aufgefallen oder hat da nur ich gezuckt ein bisschen? Ja, während die anderen beiden so wirklich so Fish out of water sind, ist er schon eine Amphibie. So drücke ich es mal aus. Sie begeben sich ja gar nicht out of water. Sie holen ja die anderen Handlanger zu sich hoch. Ich meine so vom Verhalten her, auch ja, okay. Die Sache mit dem Händeschütteln oder sowas. Aber das finde ich halt genau, das ist halt genau für mich der Punkt. Er macht die Drecksarbeit, aber er macht sie wenigstens selber. Und er begibt sich dann halt auch tatsächlich auf das Schlachtfeld selbst. Und er lebt so wie die Opfer, die er hat. Was die anderen beiden eben nicht nötig haben. Aber kommen wir zu einem kleinen Nebenpunkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob es eine Verbindung ist. Wir haben ja gerade schon so erzählt, was eben alles in diesem Kaninchenbau gefunden wird. Aber unter anderem fällt der Satz, fast unmittelbar vor Ralphs Augen hing an einem zerschlissenen Gurt ein verbeultes altes Saxophon mit der Aufschrift Jake. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass im Turm erwähnt wird, Jake hätte ein Saxophon. Aber es muss ja auch nicht der Jake aus der Welt sein, die wir kennen. Also ich glaube auch nicht, dass es erwähnt wird, aber den Namen in der Verbindung, gut, es ist jetzt kein besonders ungewöhnlicher Name, aber ja, es fällt schon auf. Okay. Eine Frage habe ich noch und dann trage ich auch das Thema mit den Ärzten ab. In der ersten Begegnung mit Ralph und den Ärzten, also mit den beiden anderen, wird erwähnt, sie sehen aus wie Skizzen. Und da stellt sich mir die Frage, gut, einerseits wird dann im Nachhinein so ein bisschen wegrationalisiert, ja gut, ich konnte die nicht so richtig erkennen und die haben halt, es wirkt, als hätten sie keine Gesichtszüge, weil sie die Gesichtszüge von allen haben und so weiter. Aber als dieses Stichwort Skizzen gefallen ist, habe ich mich gefragt, wurden auch die von Pet erschaffen? Da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Und welcher Ted jetzt? Patrick. Patrick. Nee, ich glaube, das würde dann eher damit zusammenpassen, dass auch die Augen und alles halt eine Projektion für menschliche Augen sind. Ich möchte an der Stelle sagen, deine Meinung ist valide.
unter das dir fehlt noch Kontext außenrum. Deswegen ging die Frage jetzt mehr oder weniger explizit an Flo, weil dir da, glaube ich, noch eine Information fehlt. Ja, okay, das kann sein. Ich weiß, was du meinst, aber es ist mir gar nicht gekommen, dieser Gedanke. Nee, ich glaube eher, dass später noch was kommt, was mehr mit ihm zu tun hat. Da bin ich jetzt... Weißt du, warum mir da Gedanke kommt? Der Gedanke ist für mich, er malt ja auch den Turm. Ja, aber das machen andere auch. Ja, aber er hat ja nun... Naja, gut, aber du weißt, warum. Ich glaube, Patricks Rolle ist eine andere. Also, er ist nicht der Erschaffer, denke ich nicht. Ja, okay, gut. Gut, dann haben wir das erledigt. Wie gesagt, das war es auch von meiner Seite auch mit den Ärzten. Aber ich mag die so und wir werden sie noch öfters treffen. Wollen wir darüber reden, wie schön es ist, dass es ausgerechnet Ärzte sind? Ja, gerne. Gerade im Kontext dieses Buches mit den Ärzten, die auch viel Quatsch machen am Anfang, fand ich das total hübsch, dass ausgerechnet dafür Ärzte, die ja ne, so Halbgötter in Weiß und so, für diese drei Figuren gewählt wurden. Und natürlich auch mit dem ganzen Kontext mit Abtreibung und so weiter. Aber hallo. Ja, stimmt. Das ist mir tatsächlich so nie akut bewusst geworden, aber natürlich, der Untertext, der ist auf jeden Fall da. Bin ich bei dir. Und dieser hübsche Kontrast zwischen der Aufgabe eines Arztes und das, was diese drei Ärzte tun, fand ich gut. Mhm. Ja, bin ich bei dir. Gut. Dann reden wir noch mal kurz über das Konzept mit den Trophäen. Wie findet ihr denn diesen Gedanken, dass man zwischen Schicksal und Plan wieder hin und her kann, wenn man seine eigene Trophäe zurückerlangt? Ich weiß nicht, was ich von dem Konzept halten soll, aber ich find's hübsch. Ich find's komisch. Also irgendwie, ja, ich finde, die Trophäen haben eigentlich wenig Sinn, wenn seine Aufgabe ja nur ist, Leute vom Leben ins Tod zu begleiten und dann sammelt er noch Trophäen. Das geht über seine Aufgabe hinaus und deswegen finde ich das seltsam. Ich glaube, für mich ist das so ein Ding, es muss immer einen Fallback geben. Wenn du in der Schicksalsspur drin bist, dann bist du sowieso drin, da brauchst du keinen Fallback. Wenn du aber nicht mehr in der Schicksalsspur drin bist, dann brauchst du einen Sicherungsmechanismus. Und ich glaube, deswegen sammelt er die Trophäen. Ich glaube nicht, dass das eine persönliche Macke von ihm ist, sondern ich glaube, das ist eine Sicherheitsmaßnahme des Universums. Okay, ich kapiere das Konzept nicht, aber ich nehme es so hin. Ich glaube, das ist, es ist so ein High-Fantasy-Konzept. So ähnlich wie die Sache mit dem echten Namen im Feenreich. Das gibt's ja auch, diese Geschichten. Ich finde das als Idee an sich ganz gut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es in diese Geschichte passt. Okay. Was ich halt auch noch ganz nett finde, oder das Einzige, was mich daran gestört hat, dieses Konzept, dass man einen physischen Gegenstand hat, der einen als Menschen repräsentiert. Das ist in der Mythologie ein relativ gängiges Konzept. Was mich hier ein bisschen irritiert, aber es kommt halt wieder in diesen Zufallsaspekt rein, ist, dass es hier kein festgeschriebener Lebensgegenstand ist, der eben tatsächlich irgendwas mit deinem Kern deiner Persönlichkeit zu tun hat, sondern dass es einfach irgendein zufälliger Gegenstand ist, an den er halt gerade rankam. Das stört mich, weil es ein Bruch mit der Mythologie ist, aber es macht im Kontext des Zufallsthemas des Buches wieder Sinn. Dass er für den Zufall einen zufälligen Gegenstand wählt, ist da auch in Ordnung. Ja, genau, das meine ich. Also in dem Kontext macht es für mich wieder Sinn. Gut. Ansonsten haben wir ja hier noch das Prinzip drin, jede gute Tat hat einen Preis. Und damit kommen wir ja so ein bisschen in den Epilog rein. Als eben, Ralph ihn erpresst, Atropos erpresst, von wegen, du hältst dich jetzt hier raus, wir regeln das. Und im gleichen Atemzug er sich auch drauf einlässt, aber dann eben theoretisch Natalie geopfert werden sollte.
Und dass er dann, und das war eine Szene, die mich fürchterlich gestört hat, das war wieder derselbe Effekt wie die Hand Gottes bei The Stand im Film, dass dann diese göttliche Intervention, naja, du kannst ja nicht mal sagen göttliche Intervention, aber dieser Deal getroffen wird, wo er dann gezeichnet wird, dass er das Leben von Natalie wieder tauschen kann. Deus ex machina, doch, ich würde schon sagen, dass man das so... ich will halt nur im Kontext von Turm nicht unbedingt von Gott sprechen, das ist schon schwierig. Deswegen bleibe ich bei dir beim Geist aus der Maschine. Genau. Aber ich mochte das sehr gerne, dass er diesen Deal machen kann, dass er sich opfert für Natalie, aber warum wir diese Lichtgestalt gebraucht haben, das nervt mich. Gibt es dazu Meinungen? Nee, weil die Lichtgestalt habe ich scheinbar überlesen. Ja, also er macht ja dann diesen lustigen Bluttausch oder was er dazu macht mit den zwei Ärzten. Und da kommt halt ein grell blendendes Licht und Lois beschreibt das auch, wie sie dann nichts mehr sieht und Zeug und das hat mich genervt. Verstehe. Gut, aber wie gesagt, dieses Konzept von jede gute Tat hat einen Preis, das akzeptiere ich, damit kann ich leben. Das fand ich eigentlich ganz nett. Gut. Dann habe ich noch eine Frage. Wenn wir jetzt, wir gehen jetzt in das Flugzeug rein, zu Ed. Wir haben also jetzt die ganze Situation geklärt. Atropos darf sich nicht mehr einmischen, alles ist schön und gut. Lois bleibt in der Ecke stehen, wie eine gute Frau. Wir sind jetzt im Flugzeug mit Ralph und Ed. Wir haben ja dann dieses Intermezzo mit dem scharlachroten König. Und jetzt ist die Frage an euch, wir hatten ja bei S schon das Prinzip, dass sich S darstellt wie deine größte Angst. Also eben in dieser Filmmumie und so weiter. Na, ihr versteht das. Und hier haben wir ja wieder, dass der scharlachrote König sich präsentiert in Form dieses Welses, vor dem Ralph als Kind Angst hatte. Jetzt frage ich mich, in welcher Hierarchie steht, wenn du das als Maßstab nimmst, der scharlachrote König? Ist der nur so ein Outsider wie es? Oder übergeordnet vor all diesen Outsidern? Flo, wie siehst du das? Puh, also ich glaube nicht, dass er ein Outsider ist. Outsider sind nämlich meistens, also wenn man jetzt auf die Mythologie geht, wir werden hier noch einigen begegnen. Bis jetzt hatten wir Pennywise und wir hatten diese Bibliothekarin. Sonst haben wir noch keine, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja. Demnächst werden wir dann in Desperation und Regulator auch wieder welchen begegnen. Die sind meistens an Orte gebunden erstmal. Sie unterliegen meistens strengen Zeitzyklen. Das ist er aber auch. Wir sehen ja hier eine Projektion. Wir sehen ja hier nicht den echten. Er ist vielleicht an einen Ort gebunden, aber kann sich trotzdem freier in den verschiedenen Welten bewegen, würde ich jetzt mal so sagen. Zumindest kann er sich projizieren, was die anderen nicht können. Genau. Und es gibt ja auch so ein paar Phänomene, die das Auftreten dieser Wesen begleiten. Also wir haben ganz oft schwere Stürme und Unwetter und sowas. Haben wir hier aber auch. Haben wir auch. Aber, ja. Ich möchte hier zitieren, ganz am Anfang, als der erste Ausraster von Ed stattfindet, also diese, wo er den auf dem Parkplatz da rund macht, den Typen, wird ausdrücklich erwähnt, Bluterguss, Purpur und Gewitterwolken. Ja gut. Gewitterwolken ist aber kein so richtiges, heftiges Unwetter. Na doch, das wird schon beschrieben, dass es dann ja knallt und alles. Ja, ich meine so wie der zerstörerische Sturm am Ende von S. Ja, oder okay. Das ist, ich denke, dass es sich hier doch um eine höher stehende Wesenheit noch handelt. Okay. Vielleicht auch was ganz anderes. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mächtiger ist, vielleicht schon. Aber ich würde eher sagen, dass so die Outsider und Flag und der scharlachrote König und auch, wie heißt er aus, in einer kleinen Stadt? Leland Gaunt. Leland Gaunt, genau. Dass die so auf einer Ebene stehen, aber nicht unbedingt... Hast du doch gerade den scharlachroten König?
auf einer Ebene stehen, aber nicht, nicht dieselben Kreaturen sind. Das sind alles unterschiedliche, ja, okay. Sehr mächtig, aber nicht unbedingt verbunden miteinander. Und du würdest da tatsächlich auch nicht zwangsweise eine Hierarchie reinbauen. Sie ist eventuell da, aber wir wissen es nicht. Ich würde keine Hierarchie reinbauen. Ich würde das eher wirklich diese Ebenen machen, kurzfristig, langfristig oder so. Okay. Also ich würde sagen, das sind alles sehr langfristige Wesen. Okay. Ja, Hendrion, das ist jetzt dein erster Kontaktpunkt mit dem scharlachroten König. Für Jonas genauso. Jawohl. Meinungen. Ich habe ihn nicht kapiert. Ich weiß, er hat einen Plan. Ich kenne den Plan nicht. Ich weiß nicht, warum er ja wie andere oder halt wie diese Outsider seine Ängste oder sein Aussehen den Ängsten der Leute anpassen kann, wie er dazu kommt oder wie er es schafft, Ralf aus dem Flugzeug rauszuholen in seinen Thronsaal, ist alles seltsam und sehr dunkel. Okay. Und Hedria? Ich hätte mir da auch einfach einen viel größeren Auftritt gewünscht, der viel mehr Klarheit schafft und auch die Figur ein bisschen mehr erläutert, weil das klang schon in Ansätzen interessant. Also du würdest gerne mehr wissen? Ja, bitte. Okay. Und Jonas, hat dich denn die Figur neugierig gemacht oder hast du gedacht, nur wieder ein anderer Deus Ex Machina? Die Figur ja, aber halt auch dadurch, dass er ständig irgendwo referenziert wird. Okay. Also, das jetzt war quasi nur noch mal eine Schippe mehr, aber ich will halt schon länger wissen, was es mit diesem Kerl auf sich hat. Okay. Ja, vielleicht war es wirklich genau das. Ihr habt schon so viel über den erzählt, jetzt will ich auch wissen, um was es geht. Okay. Aber er hat euch jetzt erstmal nicht gestört. Nein. Nee, das nicht. Weil das war für mich nämlich der Punkt. Mich hat er irgendwie in dem Buch gestört. Es liegt vielleicht daran, dass wir schon viel mehr über ihn wissen und dass so ein erster Auftritt oft ein bisschen wackelig ist. Wobei man diskutieren kann, ob es wirklich der erste Auftritt war, also unter dem Namen auf jeden Fall. Aber ich erinnere zum Beispiel an Todesmarsch. Da hatte die Hauptfigur eine Vision von einem riesigen Spinnengott mit scharlachroten Beinen. Und die Spinne hatten wir zum Beispiel auch bei Talisman. Genau. Nein, stimmt nicht Talisman. Oh Gott, verdammt, jedes Mal verwechsel ich das Buch. Ja, die Augen des Drachen. Genau, also wir hatten schon immer schon mal so kleine Auftritte, aber hier taucht er zum ersten Mal so richtig auf. Und ich möchte kurz noch ein bisschen auf die Geschichte dieser Figur eingehen oder des Namens, der scharlachrote König. Es gibt eine Kurzgeschichte von Evan Hunter aus dem Jahr 1954, The Scarlet King, der scharlachrote König. Und dieser Evan Hunter ist, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, ist Ed McBain, der recht bekannte Krimi-Autor, den King auch schon öfter erwähnt und auch bei den Kurzgeschichten als Inspirationsquelle verwendet hat. Und spricht nicht tatsächlich auch Dorans von dem Namen? Oh, das kann gut sein. Ich glaube ja. Es gibt außerdem eine Band namens King Crimson, deren Bandleader Robert Fripp heißt, also RF. Ob King das weiß und sich da einen Spaß draus macht, das ist nicht ganz klar, aber ich kann es mir schon gut vorstellen, weil wir wissen ja, King hat einen Radiosender, King mag Classic Rock, also das wäre sehr überraschend. Und wie schon gesagt, es gibt den Song The Court of the Crimson King, das zwar nichts mit den King-Welten zu tun hat, aber doch von der Atmosphäre her sehr, sehr passend ist und vom Text. Und es gibt, glaube ich, auch noch das eine oder andere Gedicht, wo das wirklich aufgedrückt genau, wird. Genau, ja. Und King hat 2009 auf die Frage, welche seiner Charaktere ihn am meisten Angst einjagt, geantwortet, das ist der scharlachrote König. Und es wird dann später, ich bin mir nicht sicher, ob ihn das Leben und das Schreiben, aber irgendwann erklärt er auch, woher dieses Bild für ihn kommt. Ich glaube, das ist in das Leben das Schreiben. Werden wir dann auch demnächst haben.
Gut. Dann noch eine letzte Frage. Wenn er in dem Flugzeug noch dem Bild greift, schreit Ed ja los, das sind meine, lass ihn in Ruhe, fass ihn nicht an und so weiter und so fort. Und es wird ja so ein bisschen diffus angegangen, ob er damit tatsächlich Wolf meint oder ob er damit den Griff des Scharlachroten Königs meint. Wie steht ihr dazu? Weil für mich ist das eigentlich ein schöner Moment gewesen, dass er mit seinem eigenen, in Anführungsstrichen, Schicksal, obwohl es hier ja Zufall ist, schon abgeschlossen hat und damit keine Probleme hat. Aber trotzdem als Mensch noch nicht ganz so darüber hinaus ist, dass ihn das nicht stört, dass andere Mächte auf seine Liebsten eingreifen. Ja, da ist das Thema wieder. Schicksal, Zufall, freier Wille. Ich weiß nicht genau, wie ich diese Szene, es ist wieder eine der Szenen, die ich nicht wirklich interpretieren kann. Ich finde es aber interessant. Mhm. Mehr kann ich dazu nicht, weiß es auch nicht. Okay. Gut. Naja, wie gesagt, es kommt dann so ein großer Showdown. Wir verhindern die Katastrophe, zumindest zu großen Teilen. Patrick überlebt den ganzen Spaß. Ich weiß übrigens nicht, seine Mutter überlebt auch, ne? Ja. Ich glaube ja. Ja. Alles ist gut, alles ist gut. Und am Ende haben wir dann noch diesen sehr länglichen Epilog. Und gut, bevor wir dahin gehen, möchte ich aber noch kurz auf ein paar Kleinigkeiten eingehen. Mhm. Nämlich unter anderem auf Patrick und auf seine Verbindung zum Derry-Zyklus. Wollen wir das bei den Verbindungen machen? Nein. Okay, dann mach. Weil, dann möchte ich noch ein bisschen weitergreifen. Okay. Also erstmal, wir haben ja noch gar nicht dazu gewöhnt, dass wir wieder in Derry sind, nach dem Ende von S. Und es gibt tatsächlich sehr wenig Querverweise zu diesem Buch. Ich meine, wir haben Mike Hanlon drin, den Bibliothekar. Aber es tauchen immer wieder so ein paar kleine Punkte auf, die mir sehr gut gefallen haben, die mir Derry wieder näher gebracht haben. Und auch da habe ich ein Zitat vorbereitet. Das Derry der Altvorderen war nicht die einzige heimliche Stadt, die unauffällig innerhalb des Ortes existierte, den Ralph immer als seine Heimat betrachtet hatte. Als Junge, der im Merry Mead aufgewachsen war, wo heute die verschiedenen Cape Cod Häuserkomplexe standen, hatte Ralph herausgefunden, dass es neben dem Derry der Erwachsenen ein Derry gab, das ausschließlich den Kindern gehörte. Da waren die verlassenen Hobo-Dschungel beim Eisenbahndepot in der Nähe der Nibel Street, wo man manchmal Tomatensuppendosen finden konnte, die halb mit Curry-Geschnetzelten gefüllt waren, und Flaschen mit einem oder zwei Schluck Bier. Da war die Gasse hinter dem Aladdin-Theater, wo Zigarettenmarke Bull Durham geraucht und manchmal Black Cat-Kracher gezündet wurden. Da war die große alte Ulme, die über dem Fluss hing, wo hunderte Mädchen und Jungs gelernt hatten, wie man ins Wasser springt. Da waren die 100, wahrscheinlich eher 200, verschlungenen Pfade, die durch die Barrens führten. Ein zugewachsenes Tal, das sich durch die Stadtmitte erstreckte wie eine schlecht verheilte Narbe. Und ich finde, Derry wird hier nicht so gut als Figur gewürdigt wie in S, aber es hat so seine schönen Momente. Wie seht ihr das? Ja, ich habe da ein Zitat, einen Augenblick. Es gibt da das Zitat, der Ring rollte in den Rinnstein und verschwand in einem Kanalgitter. Und da blieb er lange, lange Zeit, aber nicht für immer. In Derry haben Gegenstände, die in der Kanalisation verschwinden, die häufig unerfreuliche Angewohnheit wieder aufzutauchen. Ach, damit hast du auch mein letztes Zitat genommen. Entschuldigung. Aber genau das meine ich auch. Solche Momente, die finde ich großartig. Frage, ist das nochmal aufgetaucht? Also kommt das noch in den... ich glaube, wir sind ja jetzt mit den Derry-Sachen durch, die bekannt sind. Nein. Aber da komm ich dann tatsächlich später noch drauf. Aber hier, wir haben ja auch die Verbindung bei Patrick Denville. Es wird ja gesagt, dass er zwei Menschen das Leben rettet. Ja. Und das wird, wenn man es zeitlich rechnet, ungefähr so 2011, 2012 gewesen sein. Was genau wieder 27 Jahre nach dem Ende von Pennywise ist. Mhm. Also stellt sich hier die Frage, rettet er Leuten das Leben, die mit dem Turm zu tun haben? Rettet er Leuten das Leben, die mit Pennywise zu tun haben? Das ist so auch eine schöne Vermischung der beiden Mythen wieder, finde ich. Mhm, auf jeden Fall.
Ich hätte auch noch ein Zitat, was hier gerade zu Derry passt. Er hatte mit Unterbrechungen 70 Jahre lang in Derry gelebt und wusste, dass es eine gefährliche Maschine war. Direkt unter der Oberfläche lauerten viele scharfe Spitzen und Schnittkanten. Das traf selbstverständlich auf viele Städte zu. Aber in Derry schien das Hässliche schon immer eine zusätzliche Dimension gehabt zu haben. Okay. Ja, Hendrian, du warst bei Essen nicht dabei. Aber hast du für diese Stadt ein bisschen Gefühl gekriegt in diesem Buch? Ich glaube viel zu wenig, weil das war meine erste Begegnung mit dieser Stadt. Ich würde mir auch da mehr davon wünschen, weil es klingt interessant. Also vielleicht lese ich es doch nochmal. Also es ist auf jeden Fall es, dann war es noch eine Kurzgeschichte und ein bisschen Kram. Also für Dowie gibt es genug. Also erstmals war es in Menschenjagd erwähnt, das braucht man aber für den Zyklus nicht. Es, der Anschlag, der später kommt, ist chronologisch aber nach S angesiedelt. Da kommen wir dann irgendwann mal drauf. Wir haben das Monstrum, das kann man, glaube ich, auch weglassen. Ja, das muss man, glaube ich, weglassen. Und das heimliche Fenster, der heimliche Garten. Genau. Und ansonsten, wenn ihr euch natürlich für den Dowie-Zyklus interessiert, ich möchte an dieser Stelle mal kurz Werbung machen. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht wusstet. Und falls ihr nicht euch einzeln die Folge raussuchen möchtet, könnt ihr auch über den YouTube-Kanal einfach die Dowie-Playlist euch angucken. Dann habt ihr alle Folgen, die zu Dowie gehören. Das haben wir auch für zum Beispiel alle Kurzgeschichten. Das haben wir auch zum Beispiel für alle Turmsachen, dass ihr das halt wirklich so ein bisschen Kategorien habt. Für Castle Rock auch, genau. Und in Derry wird tatsächlich auch noch einiges dazukommen. Also wie schon erwähnt, der Anschlag. Und in gar nicht so ferner Zukunft Duddits, Sarah und auch die Geschichte Stumm wird in Derry spielen. Genau. Gut. Ergänzungen? Ne. Dann komme ich zum Epilog. Und wie gesagt, wie fandet ihr? Ich gebe zu, den Epilog, den finde ich immer wieder schön und da versöhnt mich immer wieder mit dem Buch. Ich habe ein Zitat in einer Kritik gefunden, dass sich das Buch anfühlen würde wie ein gigantischer Erstentwurf, der wie als Sandwichbelag zwischen zwei sehr schönen, also zwischen schönen Prolog und einem wunderschön geschriebenen Epilog liegt. Ja, möchte ich so unterschreiben. Ja, der war schön geschrieben, der Epilog, aber ich fand ihn insgesamt sehr langweilig. Aber vielleicht sollte das auch genau das sein. Ein schönes, ruhiges Ende. Du bist ja auch gefühlskalt. Ja, das sagt die Richtige. Hass ist auch ein Gefühl. Hendrian, wie stehst du denn dazu? Ehrlich gesagt, ähnlich wie Jonas. Überrascht mich jetzt nicht, aber okay. Hübsch geschrieben, furchtbar langweilig. Ich habe dann auch quer gelesen. Also das mit, dass dieses Thema mit er hört die Uhr wieder aufgenommen wird, ja, ist hübsch. Aber also eine Seite hätte mir da auch gereicht. Und diese ganze Tauschthematik, mit dass er sich für Natalie dann opfert und so weiter? Ja gut, das war ja vorher schon klar. Also ich meinte, dass es dann passiert, ja, das, dafür war der Epilog da, aber das Ganze vorher war halt, okay, wir machen jetzt Stimmung, alles ist schön und dann muss was Schlimmes passieren. Mhm. Das, ja. Ja, eigentlich stimmt das gar nicht. Eigentlich ist es nur, King erfüllt hier das, was er auf den ersten Seiten des Buches verspricht. Ralph wird von seiner Schlaflosigkeit geheilt. Genau. Na gut. Aber wie gesagt, also ich muss sagen, mich versöhnt der Epilog tatsächlich immer wieder mit dem ganzen Buch. Ich finde den schön, ich finde den toll geschrieben, ich finde den auch. Es ist halt kein Happy End im Sinne des Happy Ends, aber es ist irgendwie trotzdem eins. Und das finde ich eigentlich ziemlich hübsch. Gut, haben wir jetzt das Buch in seiner inhaltlichen Ebene ganz gut abgehandelt. Dann würde ich noch kurz auf die Symbolik gehen. Mhm. Wir haben hier einmal natürlich die ganze Thematik mit den Nornen, mit den Lebensfäden. Interessant finde ich hierbei natürlich im Kontext dieser Abtreibungsthematik eben auch die Konnotation mit Nabelschnur. Wir haben hier drin das ganze Konzept von Voodoo bzw. von Fetischen tatsächlich, also eben die Trophäen, die Atropos sammelt.
wie wir jetzt schon die ganze Zeit immer mit durchgeschleift haben, das ganze Thema Schicksal gegen Zufall, gegen freier Wille. Und was ich noch ganz interessant finde, ist, dass wir hier extrem viel mit Farbsymbolik arbeiten. Also zum Beispiel der blaue Himmel, der für Beständigkeit, Harmonie, Zufriedenheit und so weiter steht. Wo eben zum Beispiel die Farbe der Auren auch eben genau das assoziiert oder ausstrahlen soll. Im Gegensatz dazu aber zum Beispiel die gelben Auren, verbunden mit Gift, Galle, Eiter, Schwefel, Neid, Eifersucht und negativen Dingen. Das könnte man mit der Farbsymbolik jetzt natürlich noch weiter ausdehnen, aber ich dachte, die zwei Sachen als Beispiel reichen. Aber rein in der Farbsymbolik hast du ja wahnsinnig viel drin. Ansonsten haben wir natürlich, wie gesagt, auch diese ganze Sache mit dem Ring, was ich lustig fand, weil Hendrian vorhin sagte, Ed erinnert einen so ein bisschen an Gollum. Deswegen fand ich das so drollig, dass es ausgerechnet sein Ehering ist, der hier relevant ist. Ja, gut, das soll es eigentlich von mir an der Symbolik gewesen sein, aber hier steckt wahnsinnig viel drin. Eben die Chance auf Leben und was man draus macht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das würde zu weit führen, wenn wir das in ja. Detail besprechen. Ich glaube, da haben wir auch schon viel abgearbeitet jetzt in dieser Besprechung. Genau. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir noch ein bisschen in die Verbindungen rein. Ach, da gibt's hier gar keinen. Nein, wir haben ja schon erwähnt, das Buch hat unheimlich enge Verknüpfungen zu Kings Gesamtwerk, also zum Dunklen Turm, zum Derry-Zyklus und zu ganz vielen anderen Sachen. Wir haben zum Beispiel natürlich den Scharlachroten König. Wir haben Figuren wie Ed oder wie Patrick Denville. Ich weiß nicht, ob wir über die ganze Patrick-Sache reden wollen. Oder? Nee, ich habe gerade auch überlegt, wir sagen einfach nur, Patrick taucht nochmal auf. Fertig. Wollen wir aber vielleicht über die Patrick-Sache doch ein kleines bisschen reden. Es gibt eine Theorie, dass Patrick ein Nachkomme von Roland sein soll. Das ist, glaube ich, ungefährlich, wenn wir darüber reden. Okay, ja. Oder? Sag du es mir, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das hier schon so gut passt. Natürlich ist das nach der Turm. Okay, pass auf, wir reden in Glas darüber. Was hältst du davon? Okay, ja. Okay, dann reden wir darüber in Glas. Ja. Was ich an Patrick übrigens auch sehr schön finde, in diesem Buch sagt er ja zu seiner Mutter, der heißt Roland Mama. Manchmal träume ich von ihm, der ist auch ein König. Damit haben wir natürlich nicht nur zum Dunklen Turm, sondern auch zu Augen des Drachen wieder die Verbindung. Genau. Gut, außerdem haben wir eine Verbindung, wie gesagt, zu Derry, zu S, unter anderem. Ich habe die Leichen von Kindern auf Dächern gesehen, Ralf, unter Hecken. Sie sind in den Abwasserkanälen. Sie treiben in der Kanalisation und im Kentuskeck, unten in den Downs. Dann natürlich noch zum Scharlachroten König, wie gesagt. Der Scharlachrote König springt von einem Körper zum nächsten, von einer Generation zur nächsten. Wie ein Kind, das von Stein zu Stein hüpfend einen Bach überquert, ständig auf der Suche nach dem Messias. Genau, und wie erwähnt, nicht nur im Turm, sondern auch im Schwarzen Haus oder auch als Visionen in Geschichten wie Menschenjagd. Genau. Natürlich ist hier auch eine große Bibelverknüpfung drin, weil ja der Scharlachrote König mit Herodes gleichgesetzt wird. Genau, dann haben wir Ralph und Lois, die zum Beispiel beide als Figuren in Sarah auftauchen. Mhm. Das heißt, Sarah spielt während des Epilogs. Es sind keine Geister, die wieder auftauchen. Und was wir auch schon erwähnt haben, Friedhof der Kuscheltiere. Genau. Mit dem Turnschuh von Gage. Genau. Außerdem, Joe Weiser ist auch Apotheker in Schlaflos und in Sarah, also in beiden Büchern. Wird er auch erwähnt. Und wir haben auch hier wieder noch ganz viele Verbindungen eben zu S. Es fällt zum Beispiel der Satz, er sah keine kahlköpfigen Ärzte, aber kurz nach 5:30 bemerkte er einen verblüffenden, purpurnen Lichtstrahl, der aus einem Kanaldeckel in der Mitte der Harris Avenue hervorschoss. Ja, wundervoll. Natürlich auch Meg Hanlon, hatten wir ja schon erwähnt. Und es wird auch nochmal auf den großen Sturm von 85 referenziert. Genau, der wird auch nochmal in Duddits erwähnt. Und die ganze Geschichte hat auch Einfluss auf Atlantis.
Und das fand ich auch noch schön zum Turm. 3 Minuten später standen sie völlig unversehrt in der lodernden Nacht vor dem Gebäude. Und in sämtlichen Ebenen des Universums setzten Plan und Zufall ihren vorherbestimmten Kurs fort. Welten, die einen Augenblick auf ihren Bahnen erbebt waren, wurden wieder stabil. Und in einer dieser Welten, in einer Wüste, die der Inbegriff aller Wüsten war, drehte sich ein Mann namens Roland in seinem Schlafsack um und schlief wieder ruhig unter fremdartigen Sternbildern. Wir haben außerdem noch kleine Verknüpfungen. Nach dem Unfall von Ed hat der seine Vision von den toten Babys, die in Fässer geladen werden, und sagt dabei, dass er nicht Ray Joubert ist oder Joubert. Mhm. Das war der nekrophile Killer aus das Spiel. Genau. Außerdem wird hier irgendwann genannt, Big Pages, also irgendein Laden, stand neben einem vollgestopften Trödelladen namens Secondhand Rose. Genau. Und auch Susan Day taucht nochmal auf, auch wenn sie tot ist. Zumindest ein Foto von ihr wird in das Bild in einem Büro stehen. Und das Bild, das Patrick malt, was er in den Minuten, bevor das Licht ausging, zustande brachte, war eine Arbeit, auf die ein begabter Kunststudent im ersten Semester stolz hätte sein können. In der Mitte des Posters ragte ein Turm aus dunklen, rußfarbenen Steinen in einen blauen Himmel mit vereinzelten, dicken, weißen Wolken auf. Er war von einem Feld aus Rosen umgeben, die so rot waren, dass sie fast zu schreien schienen. Auf einer Seite stand ein Mann in verblichenen Blue Jeans, Revolvergurte überkreuzten sich auf seinem flachen Bauch. An jeder Hüfte hing ein Holster. Ganz oben auf dem Turm sah ein Mann in roter Robe mit einer Mischung aus Hass und Angst auf den Revolvermann herunter. Seine Hände, die er um die Brüstung geklammert hatte, schienen ebenfalls rot zu sein. Und eine letzte Verknüpfung noch zu wieder Derry unter anderem. Es ist ein schwarzer Hund, der einen blauen Mund enthält. Hier haben wir Cujo. Blut im Spielbecken. Es ist es. Ein Rabe auf der Büste der Pallas Athene, direkt neben einer Kammertür. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, das hat irgendwas mit Edgar Allan Poe zu tun. Ja. Du solltest nicht in seine Nähe gehen, Ralph. Und du musst nicht in seine Nähe gehen, denn dies ist einer von Joe Weisers luziden Träumen. Du kannst einfach umkehren und weggehen, wenn du willst. Und eine allerletzte Sache noch. Ihr merkt schon, es hört nicht auf. Wir haben in einer der Folgen, wo wir über die Filme gesprochen haben, über den einen Film hier mit Liam Neeson. War das ein Creepshow? Ich glaube, es war ein Creepshow. Die Kurzgeschichte, wo die Frau bis zum Hals in Sand eingebuddelt ist. Ja. Und diese Szene haben wir hier nochmal wiederholt in dem Traum, den Ralph von seiner Ehefrau hat, von seiner Verstorbenen. Genau. Also man sieht schon sehr viel. Eine kurze Korrektur. Cujo ist Castle Rock, nicht Derry. Ja, nein, ich weiß. Genau. Ja, man sieht, das Buch hat es in sich. Und vielleicht sollten wir auch verraten, dass das Buch eigentlich schuld daran ist, dass es diesen Podcast gibt. Genau. Und ich weiß immer noch nicht. Genauso wie ich immer noch nicht weiß, was ich von dem Buch halten soll, weiß ich immer noch nicht, was ich von den Konsequenzen halte. Ich auch nicht. Gut. Gibt es hierfür eine Verwertung? Nein. Also, wir haben die Verwertungen, wir haben die Verbindungen, wir haben die Symbolik. Also bleibt mir eigentlich nur noch, habt ihr noch Zitate, die ich euch noch nicht weggenommen habe? Eins habe ich noch. Sagte Mrs. Perrine noch einmal und drückte damit ihre vollständige Mahnung über Ralph Roberts aus, ohne einen einzigen Vokal zur Hilfe zu nehmen. Okay, Hendria? Ich habe keine. Okay. Flo, hast du noch was ich dir noch nicht genommen habe? Nein. Okay. Und ich habe... Und er hatte den Verdacht, dass sie auch keine großen Asse darin waren, die Zukunft vorherzusagen. Burschen mit einer wirklich funktionierenden Kristallkugel hatten nicht solche Blicke im Repertoire. Und als letztes, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, mein Rücken taugt heutzutage nur noch für Wettervorhersagen. Aber daran ist er ziemlich gut. Gut. Und jetzt kommen wir zu dem schwierigen Teil dieses Podcasts. Ja, und da würde ich sagen, geben wir das Wort zuerst an den Gast. Lieber Hendrian, wie würdest du dieses Buch bewerben wollen? Ich kann es dir nicht sagen. Nach dem ersten Lesen echt schlecht, aber je länger man drüber nachdenkt, umso besser wird's. Ich sag mal 8 Punkte. Okay,
Flo, du hast den Kontext zu allen weiteren. Deswegen du als Nächster. Puh, es ist nicht einfach. Als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, war ich so 15, 16 und konnte damit nicht wirklich was anfangen. Ich hatte zwar schon einiges von King gelesen, aber ich habe die ganzen Verbindungen, das alles nicht auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, ich hatte den Turm noch gar nicht gelesen. Und dann ein Buch mit diesen alten Rentnern da als Hauptfiguren. Es hat mich überhaupt nicht gepackt. Aber das Buch ist nicht schlecht. Und es, umso öfter man es liest, umso besser wird es. Das ist ja das ich möchte auch nicht sagen, dass es nicht Probleme hat, denn die hat es auf jeden Fall. Also es ist definitiv viel zu lang, viel zu ausschweifend und hat einige Sachen, die einfach ins Nichts führen. Aber trotz allem, und auch wenn ich es echt nicht bewerten kann, also objektiv, ich mag es. Hm. Und die Bewertung fällt mir echt schwer, aber ich gebe 17 Punkte. Okay. Jonas, du bist, wie gesagt, ja noch nicht voll im Bilde, aber schon etwas mehr. Es hat seine Längen, sehr ausgedehnte Längen. Aber am Ende macht es Spaß, wenn es Fahrt aufnimmt. Und vor allem macht es Lust auf mehr Turm. Deswegen, ich gebe solide 12 Punkte. Okay. Ja, bei mir, ich habe im Vorgespräch mich ja mit dem Hendrian unterhalten. Und der Hendrian meinte, das ist ein Buch, wo man die ganze Zeit die Vorspultaste sucht. Und ich möchte mich dem hundertprozentig anschließen. Ich habe das Buch das erste Mal gelesen, ungefähr wie Flo mit 15, 16. Vielleicht sogar noch ein bisschen vorher. Ich hatte nie ein Problem mit den Charakteren, dass die eben in einer anderen Altersklasse sind oder sowas. Das hat mich nie gestört. Aber tatsächlich diese vielen losen Enden, dieses extrem erzwungene, und das gibt ja King selbst zu, dass es ein Konzeptbuch ist, das ihm selber nie so richtig gefallen hat. Dann habe ich es beim ersten Lesen abgebrochen. Das zähle ich also gar nicht als Lesen. Dann habe ich es nochmal gelesen, dann habe ich es fertig gelesen. Dann fand ich so, Dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, wir müssen diesen Podcast starten. Dann habe ich es das erste Mal mit richtigem Verstand gelesen. Da kannte ich schon mehr oder weniger den ganzen Turm und das Ganze drumherum. Da hat es mir Spaß gemacht, weil ich da das erste Mal wieder wirklich die Querverbindungen alle begriffen habe. Das war das beste Leseerlebnis, was ich mit diesem Buch hatte. Jetzt habe ich es zum dritten Mal gelesen und jetzt hat es wieder unglaublich viel gelitten, weil jetzt war dieser Überraschungsmoment für mich weg, weil ich eben die ganzen Verbindungen jetzt schon kannte und gesehen habe und begriffen habe. Und jetzt kommen wieder die ganzen schwachen Seiten in dem Buch für mich sehr zum Tragen. Eben die Längen und so weiter und so fort. Ich muss aber trotzdem sagen, es ist, wenn es vielleicht nicht unbedingt ein gutes Buch ist, wobei ich das nicht mal sagen will, aber es ist ein wichtiges Buch. Und deswegen würde ich mich tatsächlich auf 14 Punkte einpegeln. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man das komplett ohne Kontext liest, ist es ein fürchterliches Buch. Ja, das denke ich auch. Siehe unseren Gast. Gut, dann sind wir eigentlich mit dieser Folge durch, oder sehe ich das anders? Nee, das siehst du richtig. Genau, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Lieber Hendrian, es war wundervoll, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, auch wenn das Buch ein bisschen... Bitte das nächste Mal ein besseres Buch. Das machen wir, versprochen. Danke. Lieber Jonas, es war ebenfalls wundervoll, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und lieber Flo, es ist auch schön gewesen und großartig, dass du da gewesen bist. Es ist mir immer wieder ein Vergnügen, Dela. Und liebe Hörerschaft, es ist toll, dass ihr euch das auch wieder angetan habt, dass ihr uns die Treue haltet über all die Jahre. Und jetzt kennt ihr zumindest das Buch, was euch das ganze Elend eingebrockt hat. Und wir danken euch fürs Zuhören. Wir hören uns, wie gesagt, demnächst erstmal zu einer kleinen Zwischenfolge zu. Wie hieß die Serie? A Golden Years. Genau, und danach geht es dann erstmal mit Romanen weiter. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns. Wenn ihr mit uns senden wollt, könnt ihr das gern tun.
Ihr müsst euch einfach mal auf der Leseliste schlau machen, welche Bücher so anstehen. Wenn da schon was durchgestrichen ist, haben wir zwar schon einen Gast, aber ihr könnt euch da trotzdem mit dazuhängen, wenn ihr das möchtet. Und ihr braucht euch nur bei uns zu melden. Ihr braucht keine großartige Technik, nur irgendein Headset oder irgendwas oder Mikrofon zum Reinsprechen. Und Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und wenn ihr das Buch nicht habt, das ihr mit uns besprechen wollt, dann sagt uns einfach Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.